Was geht ab? Ich schmeiß die Kippe hier auf den Boden. Hat jemand noch ein Handy? Ja, nee. Ich hab vorhin meine Hose weggeworfen mit allen Schlüsseln und ganz so. Ganz meins, aber ich brauch das sowieso nicht. Hast du Curtis geknutscht? Was? Was? Ich? Nein, was? Guck mal auf meine Wange. Ich dachte, du bist, Filmo. Danke. Bitteschön. Warum siehst du so aus? Oh, ich hab mit Scarlett, wenn ich du wäre, gespielt. Wir sind doch voll dabei eigentlich. Wer ist Scarlett? Die hinten aus dem Hotel. Wieso kennt die keiner? Crazy. Das ist die mit den langen schwarzen Haaren. Crazy, schief. Ja, die hat jetzt pinke Haare. Mhm. Oh. Nicht lang. Ja, ja. Wo sind die anderen? Sind alle weggefahren. Irgendwo, was haben sie gesagt? Sandy Shores, Oder so. Stimmt, da ist eine Einweihungsparty oder so, hat mir gerade John auch erzählt. Nee, nee, nicht John, TK. Ist alle abgefahren. Also Barbecue oder was? Mhm. Warum seid ihr nicht da? Hoch. Können wir eh schon mal hochfahren, easy. Es ist einfach losgegangen und ich, keine Ahnung. Fahren wir zusammen. Hat sich spannend angehört. Was? Du mit mir? Oha, Bruder. Hallo, willkommen. Okay, du geile Sau, erzähl mir jetzt hagelnur, wie dreckig deine Füße sind. Ganz schön dreckig, ich war halt noch nicht baden. Warst du noch nicht baden? Nee. Hast du ganz schwarze Fußnägel? Ich dachte, ich gehe jetzt spielen, schwitzen ein bisschen und dann darfst du später an meine Füße riechen, wenn du... Na klar. Siehst du an meinen Finger? Ja. Mach ich denn jetzt? Du weißt, ich stehe auf so einen Scheiß, ne? Ja. Geile Sau. Ich musste mir jetzt selber auf den Arsch schauen. Weil du nicht hier... Wo bist du? Kannst du zur Barbecue Lodge? Ist da Mucke? Nee, ich glaub nicht, dass... Ich weiß... Hey, wie fährt der Audi? Ich weiß nicht, irgendwas ist da. Warum fahren wir da hin, Hase? Wen nennst du Hase, Bitch? Ace. Ach so. Irgendwie Security. Die anderen mussten da ganz schnell hin. Wo ist denn das? Bei Palito oben im Norden. Oh. Vorsicht. Wo ist das denn? Oben im Norden bei Palito. Palito, wo da? Da, wenn du, also... es ist quasi, ja, wie sag ich, Barbecue House. Was für ein Barbecue House? Am West Highway lang. Okay, ich komme dahin. Ja. Okay. Bis gleich. Bis gleich, Küsschen auf Nüsschen. Osamba, fahren wir hin? Ja, ich hab jetzt gesagt, ich fahr hier mal mit hoch, ne? Barbecue Lounge. Oder heißt es Barbecue Lounge? Ich fahr mal dem Auto hier. Dann komm ich bei dir mit. Du musst aber den Sitz nach hinten machen, die Sitze vor dem anderen. Ja, ich merk das. Alter. So besser. Ey! Bist du bescheuert? Was war das für du fährst hier aber nicht über meinen Rasen. Ich dachte, du gibst mir sag mal, bist du dumm? Kann sein, dass du crazy, dumm bist oder so? Alter. Crazy, Chief. Nicht fahren, oder was? Boah, lern Auto fahren, du Hässiger. Schienglatzauge. Bin mit denen. Nur Vollidioten. Niemand passen sie auf den Rasen auf. So, ganze Auto bestimmt zerkratzt. Ach, ein bisschen Spucke wird das. Kannst du aufhören, mir ans Knie zu passen? Da kann ich doch nichts dafür. Mein Kreuz ist so breit in dem kleinen Auto. Du sitzt ja auch auf seinem Kindersitz. Ach so, das ist das Ding, was ich nicht... Warte. Ich muss das Fenster aufmachen. Telefon. Ja. Mir gut zu, ja? Ja. Hier ist Musik an der Seite von den Food Trucks. Okay. Aber auf der anderen Seite, da wo das Haus steht, da hörst du nichts. Okay. 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 Okay, bis gleich. Bis gleich. Mir kommt gleich der Chicken Masala von vorhin hoch, pass auf. Ja, das ist Chicken Masala. Was ist da oben? Barbecue? Ja, Barbecue Party.
Das hört sich gut an. Oh mein Gott! Hast du auch in der Zeitung gelesen von dem einen Typ, der beim Schwänzelutschen erwischt wurde? Nee, wer denn? Der hieß irgendwie Razor Prototype oder so. Den haben sie erwischt am Stadtpark. Der hatte 3 Schwänze im Mund. 3 Stück? Ja. Haben die sogar fotografiert. Das ist schon krank. 3 Stück? Mhm. Das ist ja Weltrekord. Und der hat richtig abgeschmatzt. Sagst du, das ist der größte Schwanzlutscher, den du je gesehen hast? Der ist jetzt im Guinea Pig Weltrekordbuch. Ja, super. Da war ich auch mal drin. Dann haben sie mich aus der Bibliothek geschmissen. Ich glaube, der hatte so eine komische Dings. So eine Mundschelle. Deshalb wegen Prototype, weißt du? Ach so. Der ist so Hersteller von so einer Schiene für den Mund, damit genug Schwänze da reinpassen. Sagst du dann weiter das schön aus? Ja. Das ist der Kieferentspanner 3000. Nein, das heißt Razor. Ach jetzt. Sagst du, jetzt verstehe ich das. Ja, aber solche Erfindungen braucht die Welt halt. Ja. Oder das ist dafür, damit du den Döner einfach besser essen kannst. Ja, oder sich eine Faust in den Mund schieben. Und dann abnuckelt, um zu schlafen. Das hört sich entspannend an. Stell mir dabei gerade die Geräuschkulisse vor. War das ein Bierdöschen? Das liegt hier im Fußraum, ja. Aber das ist ein Kinderbierchen vom Shorty. Der Körbsen hat das Bett kaputt gemacht, der ist aus dem Keller ausgebrochen. Was hat der gemacht? Ja, dann ist der im Ehebett rumgesprungen und dann ist das ganze Dings kaputt gegangen. Der Boden ist nicht durch, oder was? Nee, aber das Lattenrost. Na nee, gut, machen wir halt doch Bettung. Ui, 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 ui. Hat der sich gerade ein bisschen erschreckt, ne? Der Stift guckt schon raus, der kann Gedichte schreiben. Meinst du, da kommt was Gutes? Was ist denn hier los? Geht denn hier ab? Unfall auf der A94. Ja, ich sehe das. Bitte Rettungsgasse bilden. Ja, Bubba, es geht Dings, ne, rechts vor links, aber Straßen kannst du Dings ignorieren. Ampeln und so. Wo ist denn das Barbecue? Vorne. Ach so. Oh. Aber da soll irgendwo Musik gespielt werden. Ach so. Und ich habe Angst vor Musik. Also zur Not gehe ich einfach hin und übersing das. Das können nur unsere Jungs sein, ne? Ja, eigentlich schon. So will die da stehen? Ja, komplett verloren. Die benutzen gerade auch den neuen Razer. Fahren sie vorbei. Fahren sie vorbei. Weiß ich nicht. Erstmal in Kiffen oder so. Doch, gibt Tempolimit, Bubba, aber. Nein. Weiß nicht. Also. Das sieht schon gemütlich aus, wie so ein Weihnachtsmarkt. Sieht halt echt cool aus, ne? Könntest du auch einen 1A Puff draus machen? Halt vor drauf, der Bruder. Ist doch so, guck mal. Hey. Einfach drauf, wer war nicht jetzt? Businessplan eröffnet. Ja, willkommen. Ich bin bei dem großen Mann. Mit dem Fass in der Hand. Ist eine Menge los, ne? Bei dem großen Mann mit dem Fass auf der Hand. Auf die Schulter. Und. Irgendwas anderes hat er. Da ist aber keine Mucke. Hier ist keine Mucke. Mimo. Ja, Bruder. Ja, Salome. Grüß mich. Hi. Hi. Hallo, willkommen. Boah, was ist das denn für ein Riese? Freche Mütze. Danke. Dich zu sehen. Küsschen auf dein Ohr. Steck mir deine Zunge in mein Ohr. Nicht du, Goofy. Okay. Zum Glück hast du es gesagt, ich war kurz davor. Der hat sich nämlich schon bereit gemacht. Hi. Und was geht hier? Doch,
Suppenküche? Wer hat Scheiße gebaut? Güffi! Ich war das nicht. So. Ich schwöre, ich bin eh nie da. Da hinten musst du aber aufpassen, da ist Musik auf dem Platz. Ja, ich mag keine Musik. Die ist voll blöd, laut und kacke. Ich hasse Musik. Aber da gibt's auch Essen. Außer meine. Der Osamba hat sich gerade beim Shorty im Kindersitz im Auto reingesetzt. Hat er da überhaupt reingepasst? Der hat ihn dann aus dem Fenster geworfen. Wie soll der Shorty jetzt wieder fahren? Ja, soll der sich ein Telefonbuch drunterlegen. Aber der kommt und mit gar nicht Stöcker in muss er dann Gas geben. Und bremsen. Mit so Skistöcker. Mila? Ich brauche Schwangerschaftstest? Eine Flasche von deinem Badewasser. Oi. Warum? Weil der Can möchte mein Badewasser haben und ich habe gesagt, Pummi... Sammel da reinfurzen und so? Ja. Das war ein nettes Gespräch. Aber warum will der dein Badewasser? Du gehst doch nie baden. Ja, doch wohl, Mann. Nein, das riecht nicht. Lass dem so voll die miese Suppe verkaufen. Ja, deswegen will ich ja, dass du baden. Wir nehmen von Memo seine Arschritze das Wasser. Ja. Ab in die Suppenküche. Kurdisch Daylight nennen wir das. Okay. Dann kann Can da dran schnüffeln. Oh, Mila, wie schmeckt das Spanferkel? Ich werde das nicht essen. Warum ist das ein Kollege von dir? Jetzt seid so gemein. Hallo. Grüße. Tschüss, Steffi, du Mann so halb. Hey. Meine sind meine Freunde. Hast du dein Auto wieder geholt? Mhm. Was war kaputt? Einiges. Zum Beispiel? Auto. War Schrott vorne. Aber heute Morgen war ich arbeiten heute Morgen und da habe ich das bei der Mall abgestellt und auf einmal war das bei der Schweinefabrik. Ja, Mila wollte den Freund besuchen. Den McPiggleton. Ja, das ist mein Freund, der lebt. Mein lebender Freund. Du hast den gefressen, du Schwein. Halt die Kappe. Guck mal, wie Dungeon aussieht. Grüße. Wie ein Stück Scheiße. Du Nutzer. Danke. Kann da jemand ein Loch da oben in das Fettchen reinmachen? Ich hab Durst. Guck mal, ob da was rauskommt. Siehst du, wusste ich doch, dass die zu uns gehören. Guck mal, wie die schon rummalen. Hässlichen Vögeln gucken. War der auf einer Modenschau? Wer? Ja. Warte, wir sind Security. Habt ihr den Herrn Landeskatalog bestellt oder warum rennt ihr so rum? Leo, komm mal kurz mit. Wir sind Security. Ja, Maniac. Guck mal, der hat einen Rollkragenpullover und eine kurze Hose, Junge. Ja. Das ist Mode. Ey, Bubba, ich schwöre bei Gott, das Spiel war richtig was für dich, ne? Sie müssen mich fahren, ich hab keinen Schlüssel für das Auto. Hörst du, siehst ein bisschen aus wie T. Wer ist ein T? Ich muss nur die Klamotten Was für ein T? Kennst du den nicht? T. Ja, dann egal. Ja, dann kennst du den halt nicht. Was soll das heißen? Ich bin voll fresh. Ja, der war ja auch. Der Kinder, steifen Pullover. Ich an dir. Seit wann singen wir nicht mehr? So, ich kenn das Lied nicht. Ist der Jifke da? Nein. Ist der Osama Wamba da? Ula! Osama, komm mal! Ich bin da, shoot you know. Please make the fire put up on them. Why? You know. Was, warum ist hier so Party? Oh, stimmt, wo ist Tyrese? So Party? Da weil sie neu eröffnet ist. Party. Ist der so? Und was ist mein Name aus diesem riesen Mann von Schwanz? Weil das voll cool aussieht, oder nicht? Ich glaube, wir sollten uns aufteilen, oder? Helfer ist trojanisches Pferd, da kommen da drei Leute raus. Komm die BOM raus, mal die Maxi. Stell mal vor, die schieben so ein Holzpferd zu uns in den Park. Oh, Scheiße, Mann. Ja, Brian ist cool geworden. Crazy. Wenn die die Suppe hier machen, würde ich das sogar annehmen. Crazy, Bruder. Wo ist ein Bruder? Der ist hier in seinem Rockerfilm, glaube ich, der fährt da drum mit seinem Bike. Das ist ein Präsident vom Fraggeln im Ziel, ne? Ja. Der will auch nur noch Zahnriemen genannt werden. Er geht nicht. Der muss. Nein, lass den Bierchen nennen. Ich rufe dem Bierchen. Er geht nicht ran. Oh, das ist gut. Bierchen. Sag dem mal, ich am Telefon. Sag dem mal, der soll die Jacksblatt outen. Der ist ausgestiegen aus der Fraggle MC. Was eigentlich mit seinem Auto? Hat er wieder.
Schade. War wieder weg? Wie bitte? War wieder weg? Nee, das hat nicht. Boah, was ist das für ein Schopper? Oh nein, das war ein Wasserboot, ne? Alter. Wo, bei wo? Oh shit, Alter. Den kommen wir jetzt nicht irgendwo her. So, kann mir jetzt jemand ein Löchchen in das Fässchen reinmachen? Ich hab Durst. Soll ich mir das nicht eigentlich unter die Leute machen? Ben, Ostern, was können wir hier im Wald Geschenke suchen? Sollten wir nicht aufpassen und uns unter die Leute mischen? Wann ist Ostern? So, ja, das bald ist Weihnachten, ne? Ich hoffe, dass wir Geschenke bekommen. Lasst uns mal aufteilen. Warum? Wir sollen hier aufpassen, Bruder. Wie, wir sollen hier aufpassen? Ja, wir haben einen Auftrag. Das ist ein Auftrag, oder? Dafür kriegen wir Geld. Was quatschst du da? Ach, halt's mal. Ihr seht aus, als würdet ihr den Namen gleich überfallen. Ja, genau. Du hast gar keine Ahnung von, du hast keine Ahnung. Security. Von, dein Bauchnabel ist zusammengeklebt. Ja, ja, ich weiß. Wie heißt die Scheiße? High School Security Team. Nein. Das ist ja auch für uns gut in Schule. Nein. Mit Ali Bulala. Was? Kennst du nicht einen Skateboarder? Nein. Heißt es? Ach, scheiß drauf. Mit Ulla Kuck. Undercover! Ach so. Undercover! Ja, ihr seht auf jeden Fall aus wie Undercover, FIB. Ja, Danjo sieht aus, als würde man dem gleich 1000 Dollar zustecken. Und den auf das Steakhouse-Klo schleppen. Hure! Hure! Hallo! Crazy, man. Schisch. Nice assist, bro. Fett. Kannst du aufhören, Sachen mit S zu sagen, es tut weh im Ohr, Karl. Ja, es tut mir leid, Bruder. Solltest mal lieber Geld nicht in Drogen investieren. Sondern in neue Stimmbänder. Ey, wollt ihr was hören? Willkommen in die Gruppe. Ja, die waren gerade bei der Pilzarbeiter. Da waren drei Drips, die sind dann weggeschwommen. Hast du die Wagen alle? Ja, nein, dann kamen auf einmal 8 Maxis von hinten, haben auf die Yalis geknallt, die Maxis haben alle kassiert. What? Die Viecher. Ja, aber warum kommen die Maxis wieder, wenn die Drips auf der Route sind? Ich verstehe das nicht. Oh, Mensch. Bin ich irgendwie, ja. Die Zeug kriegt man nie los, ne? Das sind Viecher. Hase? Ja. Ich hab sie vermisst. Ah, Grüße, ich sehe auch mal auf. Ja. Nannte ihn auch den Meister. Den Mahagoni Meister. Au. Sure is. Geht's dir gut oder bist du wieder fast gestorben? Nee, Mann, alles gut, Bruder. Alles best. Haben die Maxis weggeballert? Yeah. Warum redest du so komisch? Wieso redest du so komisch? Bist du gerade mit deinem Freund? Hey, hast du etwas im Mund? Ja. Ich war zu deiner Freundin, Junge. Ach so. Sagst du jetzt? Crazy. Der ist aber nicht echt, den hat die sich angeklebt. Ich. Dann geht's euch gut. Sich angeklebt? Ja, safe, Digga. Ich muss nur nachfahren, weil wir doch so am Kuscheln sind. Ja, Bro, by the way, kannst du mir später 15 Männer von dir schicken? Ich würde eventuell gerne die halbe Stadt ficken, wäre doch in Ordnung. Du brauchst 15 Leute von uns, weil du jemanden angreifen willst? Na klar, lass doch so Abklatsch machen. Willkommen. Ja, ja, Digga. Ey, pass auf, Leute, noch viel besser. Ich hab Angst, dass sie mich, wenn ich die anficke, dass die eventuell zurückficken, ne? Wollen wir nicht einfach gleich einen Turf ziehen? Ja, können wir auch machen. Ihr könnt gerne im Junkie-Pack ziehen. Ja, aber lass doch Farben, bitte. Aber lass keine Farben tragen, damit alle verwirrt sind, die nicht wissen, auf wen die schießen. Richtig. So, richtig, damit jemand sich zwei drauf geben können. Genau. Und denk an den Knopf am Handy, ne? Wenn der gedrückt wird, müssen alle rauskommen. Ich hab dir gestern ein paar Fuhrer gerichtet. Lass das noch? Ich bin da, wenn schon sehr das einer. Riecht das gut? Ja, das riecht gut. Okay. Das freut mich ja. Dann bis später mal. Ach, Mann. Ey. Was denn? Wie braten wir es? Macht ihr bei dem Kiezding damit? Was für ein Kiezding? Kiezding. Break hat mich angerufen, dass sie Royal Rumble machen wollen. Ich höre gerade zum ersten Mal davon, aber ich denke mal schon, dass wir dabei sind. Ja, safe on. Ja, aber ich glaube, das wisst ihr auch schon, egal, aber es kam schon die Aussage, dass Junkie Park einfach mal Leuten einpacken will dafür. Also wir sollen alle eine Geisel einpacken und dann boxen die Geisel gegeneinander. Ja, dann packen wir einfach nur euch ein, euren stärksten Kämpfer. Oder wollen wir mal einfach Kiez einpacken? Das wird voll lustig, oder nicht? Muss man fragen, ob der Bock drauf hat, aber... Ja, lass einfach nachher bei uns treffen, lang lebe unsere Allianz. Warte, haben wir schon große Namen? Ja, klar. United Forever United.
Horde, Fieber. United Forever, Forever United, Mann. Wir nennen uns die Horde. Die Horde, wir alles die Horde. Alle Level 60, bis nachher. Der Platz ist noch nicht da. Oder mein Abo ist abgelaufen. Fuck, ich muss aufladen. Was ist das hier für ein Türkenkreis? Salam alaikum. Ja. Merhaba! Hey, lass mal den Frank einfach und den erst kein Verstellen. Der rastet direkt aus. Ja, ja, der rastet direkt aus. Siehst du den Rauch am Horizont? Ganz so die Trommeln hören. Junkie Park und ja, die müssen sein. Und stehen sie in der Reihe und atmen den Hoch des Todes. Wollen Sie nur eins und zwei Rocker Blue? Zieh die Kulte aus, wenn ich mit dir rede, zieh die Kulte aus. Oder was? Der Dungeon Kulte aus. Dungeon Kulte aus, der Wichser. Oh fuck, Alter. Nothing in Dungeon, ne? Was? Zieh die Kulte aus. Was hat der Kiezner für Roy Rumble? Ja, ja, wie die Wartos Doctors sagen. Oha! Mila, dein Cockring ist runtergefallen. Hip Oder war das mein Zungenpiercing? Oha, mein Zungenpiercing ist draußen. Oder. Hallo, wo ist mein Zungenpiercing? Ah, ich hab noch den Mila. So, jetzt ist er wieder drin. Können wir uns alle ein machen? Hm? Ja, aber schau mal, ein Merkmal suchen, alle einen Bauchnabel. Ich hab doch schon einen mit so einer Sonne. Ja, voll schön, ich will auch. Gruppenfoto kann... machen, alle zeigen Peace. Ich kann keinen machen, okay. Ich hab meine zu. Alle zeigen Pips? Na, ich hab keinen. Crazy. Ich schneide meinen. Fuck, Alter. Aus dem Nachtschrank. Lass den Robo, lass den Robo Pips in Ruhe. Ich hab noch den Vibrator von Oma dabei, der geht glaube ich auch. Kann das sein, dass der zufälligerweise Kefka heißt? Richtig. Batterie von 1980. Der vibriert aber nur mit Autobatterie noch. Ja, ja. Scheiße. Der Vibrator war daneben. Oh, fuck. Crazy, Alter, crazy. Was ist das denn? Oh, fuck, man. Lachen wir. Das ist so hecker, Alter. Es geht hier ab. Warum? Wo lässt mir eine Alarmanlage? Okay. Klingt wie im Hafengebiet. Das war mein Nacken. Scheiße. Nacken. Hau auf, Jeff Kay. Der ist die beste Bruder. Liegt schon da? Oh, scheiße. Was ist das für eine Lache, Alter? Hey, jetzt auf, Dummel! Ich geh jetzt weg, meine Fresse tut weh! Hau auf! Geh weg! Achso, ich dachte, ich soll mitkommen! Nee! Du, meine Fresse tut weh! Hau auf! Ich hab Bauchauer! Ja, hoff jetzt! Oder was? Lass mich alleine! Aua! Aua! Aua, geteiltes Leib! Geteiltes Leib! Was? Ja, genau! Aua! Geh weg!
Lass mich nicht allein. Ich hab Angst. Wo halt die Klappe jetzt? Hau ab. Töne Gott aus. Lass mich hier allein. Nein, die Klappe. Du sollst die Klappe halten, Penner. Du, geh weg. Nein. Du? Nein. Ich bin nicht gekommen. Ich konnte aus. Weg. Ich treib dich in den Wald. Ich verspreche dir mir Gefühl. Was? Huh? Die Pauling, oh, was gesagt. Wir sind mal kurz eine Tasche kaufen. Was? Alles klar. Huh? Ob wir helfen können? Nur wir sind rumgelaufen. Okay. Ihr holt euch jetzt, Mann. Warum brauchst du eine Tasche? Weil ich mir Gin kaufe. Ja, ich kann dir meine Tasche geben. Ja, aber ich brauche eine komplette Tasche, Schätzchen. Das ist eine komplette, ich habe da nichts drin. Ich gebe dir die. Ohlala. Was, ich tue ihm auf. Frauentasche. Maybe. Ich will auch eine Handtasche. Guck mal hin. Warum legst du dich auf den Boden? Etsy? Aua, ich bin. Warum reibt er sich so? Der ist umgeknickt. Ich hab zu viele Chips gegessen. Er reibt sich den Bauch. Oh. Nein, der reibt sich seinen Nippel. Der macht sich bereit. Dem geht's. Ich hab Bauchschmerzen. Musst du vielleicht kacken? Mach einfach in die Hose. Du musst lachen, Lachen ist gesund. Ja, Lachen ist gesund. Oh nein, bitte nicht in die Oh mein Gott. Jetzt kommt der Kuschel gerade. Bist du da? Stimmt, ich hab weg. Ein bisschen Pfeffer. Ja, wenn du aber Pfeffer machst, musst du auch ein bisschen Salz machen, du. Hallo Logan. Ja, was geht ab? Was geht ab? Ich hab dich gestern Abend angerufen. Ja, ich weiß, deswegen rufe ich jetzt zurück. Wir haben so ein Arcade-Ding gefunden und jemand meinte, das gehört dir. Was, eine Arcade? Ja, so ein Arcade-Schuppen, wo man spielen kann. Achso, du meinst, wo du da unten in den Bunker reingehen kannst? Ja. Wer hat denn gesagt, das gehört mir? Boah, ich glaube vom Taxi, der Chef hat gesagt, ich glaube, das gehört den 187er. Lava! Ehre! Ja, ist meiner dann jetzt, ja. Nö, das ist unser. Wir haben, wir reclaim that street jetzt. Ja, okay, claim das mal, Alter. Weißt du, wem das gehört? Ich hoffe nicht, du stellst eine Flag auf, die klaue ich dann. Warum, was für eine Flag? Na, so den Capture the Flag, Mann. Ja, we claim that street. Du musst uns jetzt angreifen. Ja, okay. Und dann musst du deine Boxershorts da aufhängen, dann wissen wir, dass du da warst. Aber nur mit den Herzchen, die... King of the Hill. Aber ohne Treten. Wem das gehört? Keine Ahnung, bin ich ehrlich. Weiß ich nicht. Habe ich mir auch schon mal schlau drüber gemacht, aber führt zu nichts irgendwie. Es gab mal jemanden, der meinte, dein Auto immer vorstellen zu müssen, damit keiner reinkommt irgendwie. Habe ich aber abschleppen lassen, einfach von unserer Werkstatt. Lass dich ja nicht verarschen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, alles gut. Tudelü. Jo, hau rein, Curtis. Dem Logan gehört das nicht. Hast du das gestern gesehen? Was denn? Boah, ich zeig, bist du mit dem Auto hier? Nee, ich selber nicht, ich bin mit Giffy mitgefahren. Ich zeig dir das gleich mal. Was denn? Da gibt's so einen Laden, so einen Arcade-Laden. Mit ganz vielen Videospielen und so. Geil, Videospiele! Ja, ich hab sogar mein eigenes. Space Monkey heißt das. Ey, krass! Mhm. Du Affe. Zeig, wo ist das? Zeig ich dir gleich. Wann ist gleich? Gleich. Jetzt?
Gleich. Bis gleich jetzt? Boah, halt die Klappe. Okay, okay, schön. Hör auf. Hör du auf. Hör du auf. Du hörst zuerst auf. Hörst du auch die Ente? Lakosa Junkie. Wir haben uns einen Plan gemacht, wie wir heißen. Komm, wir gehen rein. Ich will einen Rumsteak. Da kommen die Gegner. Oh, das Mädchen. Ich glaube, das ist die von dem Laden hier, ne? Meinst du? Ich glaube, der gehört da. Hallo, bist du der Chef hier? Siehst du das gekleidet? Das ist der Yankee Park. Hallo? Ja, hallo. Ich will einen Schnitzel. Ja, berührt und nicht geklopft. Wir haben keine Schnitzel. Warum, ihr seid in einem Schnitzelhaus? Wir haben noch keine Schnitzel. Dann gehe ich jetzt bei euch auf Klo und spül nicht ab. Keine Schnitzel. Okay. Wirst schon sehen, lach mal. Lach mal, Jun. Mach das nicht, sonst muss der Memo nachher wieder sauber machen. Das hier sieht aus wie die Titanic. Oh, nicht, dass er hier untergeht. Eisberg voraus. Oh nein, wo ist der Eisberg? Du musst aber das Dixi-Klo nehmen. Habt ihr Eisbergsalat? Nein. Puh, oh. Glück gehabt. Hallo. Oh, das ist ja die Küche. Das ist unsere Küche. Aber hier kann man auf Klo. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Der Typ klaut aus dem Kühlschrank. Guck da vorne, da ist so eine Waage, da kannst du reinkacken. Nein. Dann siehst du gleich, wie viel das war. Nein. Bist du die Besitzerin? Ja. Ich liebe dich. Okay, danke. Oha. Warum sagst du danke? Jo. Bist du Pirat? Jo. Ganz schlecht sagen, ich dich auch, ne? Klar kannst du sagen. Warum hast du so viele Tattoos? Jo. Warum nicht? Weil ich Tattoos mag. Warum? Kriminelle, du. Du bist eine Kriminelle. Nee. Ist so. Nee, nicht mehr. Also gut. Ich brauche einen Schnitzel. Aha. Nicht mehr. Und ein paar Pimmickes. Ich kann dir einen Steg geben. Na, was soll ich mit einem Steg? Ich habe keinen mehr. Hm. Und eine Angelrute auch nicht. Doch, aber die ist klein. Ich kann dir auch... Du hast nur das Würmchen zu der Rute. Und die Felder. Ich bin halber Indianer. Warum lachst du? Nur so. Wie heißt du? Duels. Was? Duels. Duels? Duels. Willst du ein Duell haben? Julets. Julets? Ja. Julets? Duels. Duels. Hast du Duels? Ja. Wie Juwelen? Auf Arabisch? Wie was? Was? Wie Klunker. Klunker. Ah, hast du einen Spitznamen? Hallo. Halt die Klappe. Jetzt hast du einen Spitznamen, Klunker. Ist das euer Koch? Einer von denen, ja. Warum hat der grüne Haare? Ja, warum denn nicht? Ist das nur Spinner? Ja, schon. Was zahlst du dem? Ich kann auch kochen. Ich mache dir Pfannkuchen im Toaster. Okay, will ich sehen. Hast du Pfannkuchen? Nee. Dann brauch Pfannkuchen. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Nö. Jetzt oder nie? Ich und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Alle meine Eltern schwimmen auf dem See. Wollt ihr was essen? Schnitzel. Ich hab keine Schnitzel. Aber heute ist Schneeblutag. Heute ist kein Schneeblutag. Na klar. Du weißt nicht mal, was ein Schneeblutag ist. Will ich das wissen? Die weiß es wirklich nicht. Nee. Sag dir besser nicht. Nein, ich sag dir es nicht. Ich bin eh schon zu sexistisch. Du Sau. Ich bin Schwein. Apropos, gibt's Spanferkel? Ja. Guck mal, hast du was wie ein Schnitzel? Hallo, wer bist du? Hallöchen. Hallo. Hallo? Hi. Hast du mal erkrankt? Ja. Okay, super. Was? 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 Wollte ich auch sagen. Warum sagt der ja, habe ich ja gesagt? Danke. Immer wird verarscht. Ja, du, also ich habe gerade mit den Klamotten getauscht in Bennis. Ach so. Habt ihr Trikottausch gemacht? Ohne mich wärst du gar nicht weggekommen. Na klar. Was hast du wieder angestellt? Oh, wer schreit? Ich habe doch von Steffi das Auto kaputt gemacht. Ja, was? Welche Wagen hast du kaputt gemacht? Was?
Welchen Wagen hast du kaputt gemacht? Den neuen Bugatti. Oh nein! Oh, oh. Hallo? Du bist verschwunden. Wo nein, ich bin. Du? Ich komm. Wir wollten einen Schnitzel haben, aber die haben keinen Schnitzel in dem Hotel. Warum haben die keinen Schnitzel? Weil das ein Drecksladen ist. Drecksladen. Wo bist du? Ich bin hierhin. Ich beobachte eine Person. Wo? Die in dein Auto sitzt. Ja, ich muss ganz den Telefon. In auf Papaz. Wo? Das geht dich, dass er nicht hilft von jemandem Köln. Hallo. Wo na, bist bei, du? In der Nähe von die anderen. Ich sag dir mit den weißen Haaren. Wo? Ach da. Wer seid ihr? Toxaka. Voll gegeben ja, hab ich den. Ich hab nicht mal Schnitzel hier. Hört es. Hey. Bruder, was hast du da für einen Gang? Hä? Wie läufst du, Bruder? Was hast du für einen Gang, hä? Genau. Wie stehst du da, Bruder? Bist du dumm oder so? Lauf mal. Ey, Curtis, hier, das für dich. Lauf mal bitte. Wallah, lauf. Hast du mir jetzt einfach ein ganzes Spanferkel hingeworfen, oder was? Ja. Hab ich dir mitgeworfen. Wie dumm ist das denn? Ja, Spanferkel. Warum lachst du, Teekessel? Was? Der Mila gefällt's, wenn ich so lauf. Ja. Geile Sau. Boah. Für dich müsste ich auf alle Viere laufen, damit ich aussehe wie eine Ziege. Bruder, da kannst du gleich so laufen. Ha, wir haben alle gelacht, Memo. Wo ist Johnny? Verschwunden. Der ist bestimmt schon wieder mit der Tante, ne? Der ist immer nur am Knutschen. Wüderling. Hallo. Oder riechst du, dass ich aus dem Haus gerade gekommen bin? Warum? Oder wie machst du das? Nö, ich habe auch Verdacht angerufen. Aber gestern genauso. Walla? Ja. Ja, ich habe dritte Auge. Knopf auf Handy. Ja. Ich habe mit Logan geredet, ne? Ja. Dem gehört das Arcade nicht. Die haben da nichts mit zu tun. Nur dann gehört es uns jetzt. Uns jetzt, ja. Unser. Und der Kiez macht heute einen Spanferkelring oder so. Die kloppen sich hier. Wo seid ihr? Wir sind im Barbecue oben in Paleto. Hier ist eine kleine Party. Ja. Kommst du dahin? Ja, ich komm sofort. Okay. Bis gleich. Ich. Geil, okay, den ganzen Tag nur zocken. Ja, wir haben. Da gibt's auch einen Lofometer, da musst du deinen Schwanz reintun. Ich bin nur auf Sizzling heute gekommen. Oh Mann, ich hab keinen. Du musst deine Zunge da reintun. Okay. Aber nein, mach das nicht. Mach das nicht. Ich hab bald Geburtstag, ne? Zeig deinen Ausweis. Hier. Du hast nächstes Jahr erst wieder. Ja. Was schenkst du mir? Ich schenke dem Pony. Ein Pony? Nein, ich wollte eigentlich meinen Hund kaufen, aber ich finde kein Zoofachgeschäft. Nein, Kurt, ist denn das Pony? Die haben da drin so eins. Nein, die haben kein echtes Pony. Muss kein echtes sein, klau das einfach. Doch, wir brauchen ein echtes Pony oder einen Hund. Ja. Ich will einen Hund, mit dem ich über all meine Probleme und Sorgen reden kann. Und ich will einen Hund haben, aber wir haben noch keinen Streuner gefunden. Sobald ich den ersten Hund sehe, dann füllen den. Ja, aber der Memo ist zu viel Folik. Das kann keiner bezahlen. Ja, das stimmt. Vielleicht finden wir auch einen Ziegel für Memo. Wie, der hat nur eine ganze Weide. Echt? Was? Klar. Aber wo? Ja, überall. Ach so. Geh dann morgens immer los und stellen sie woanders auf die Berge. Jeff, kann ich dir das gleich zeigen? Ja, wo ist das? Unten in der Stadt. Was zeigen? Akade. Das ist geheim. Ach so, verdammt, darf ich auch nochmal mitkommen? Aber ich hab nur einen Zweisitzer. Dann müssen wir mit mehreren Autos fahren. Aber ich hab kein Auto hier. Ich auch nicht. Aber ich klaue einfach einen von uns. Ja. Ja. Kennst du das nicht, Memo? Nein, wo ist denn das in der Stadt? Warte, ich versuche ein Auto zu klauen. Nee, der ist was.
Wir haben keinen Zweisitzer hier, kein Viersitzer. Dann müssen wir mit zwei Autos fahren. Aber ich habe kein Auto hier. Aber Memo hat einen. Ich bin mit dem Bademeister gefahren, ich kann einen nehmen. Und ich kann auch einen nehmen. Okay. Dann treffen wir uns bei der Bäckerei. Ja. In der Stadt. Wir fahren kurz zur Makade. Das gehört übrigens nicht in 187er. Hört es. Ja, der Frank will nachher eine Geiselnahme Royal machen. Was? Ja, der hat ganz viele Leute eingeladen und jede Gruppe nimmt eine Geisel mit. Und die Geiseln boxen sich dann untereinander, so wie damals an diesem einen Hafendingern. Also so ein Penner-Fight? Ja, aber das sollen diesmal mehr werden. Aber ohne Mucke? Ja, ist ohne Mucke. Der okay. Frank, der ist da selbst Musikallerge. Ja, ruf mal Julian, der ist schon wach. Ja, pass auf. Ich hab schon abgeklärt, dass die Yadis ein. Ja, hat der Reese mir schon gesagt am Telefon. Ah, gut, okay. Okay, bis gleich. Komm, Mila! Okay. Wohin? Oh, das. Wie komme ich nach Hause? Oh, nichts passiert. Das gibt Ärger. Ah, ich habe den noch gar nicht getroffen. Mhm. Walla. Walla. Wir sind schneller, Leute. Die fallen links. Okay. Kannst du schalten? Ja, ich kann versuchen. Wohin? Der will in den höchsten Gang. Ach so. Alles okay? Das war MR5. Oh oh. Das heißt, es ist ein Phantom. Meinst du? Ja. Da war ein Kinderwagen. Das hat was zu bedeuten. Ja, klar. Ich muss hier eigentlich raus. Nein, du bleibst bei mir. Meine Zähne jucken. Dann solltest du die waschen. Mit Silber waschen weg. Waschen weg? Ja. Aber dann wische ich doch meine Zähne weg. Hast du gestern Dämmer gesehen, der mit Steffi knutscht, ne? Auf dem Klo, wo der Fuß dran ist. Ja, hä, wo? Bei uns, im Drunkbar. Bei uns? Ich hab den erwischt. Wo ist sein Fuß? In der einen Toilette ist nur ein abgetrennter Fuß drin. Welche Toilette? In der ersten. Hä? Sind die jetzt aufgeschossen? Ja. Wo? Weil wir müssen irgendwie Pipi machen. Ja, ich gehe mal in Wohnung. Ja, ich möchte auch nicht, dass du da auf dem Junkie-Park-Klo gehst. Ja. Sonst kriegst du nicht nur Herpes im Gesicht. Ich hab kein Herpes im Gesicht. Und was sind das für Bläschen? Ich hab mich verbühlt. Bei was denn? Super. Hast du wieder deinen Schnäuzer geglättet mit Glätteisen? Nein, Suppe. Was für eine Suppe? Getrunken. Du hast noch nie Suppe gemacht. Ich hab Suppe. Ich weiß. Suppe ist nicht zu essen, sondern zu trinken. Ich weiß, ich halt davon nichts. Aber ich mit was isst du deine Suppe? Mit einem Löffel. Welche Farbe hat Schnee? Weiß. Manchmal gelb. Was trinken Kühe? Nicht Milch. Ich hasse dich dafür. Du bist so ein Dummkopf. Das ist immer mit mir zu machen. Schwanzlutscher. Du bist ein Schwanzlutscher. Nein. Du? Nein. Ah ja? Ja. Aber der Memo hat meine Zitze von der Ziege genuckelt. Echt? Für die Milch.
damit er groß und stark wird. Wo guck mal, da hinten auf dem Berg waren wir. Da waren wir oben nicht. Das war schön. Tausenden Unsinn erzählt. Können wir das nochmal machen? Wir waren noch nie auf dem Berg. Ja, wo? Zweimal. Aber nicht auf dem Mount Chiliad. Doch. Nö. Vielleicht können wir auch mal da hoch. Guck mal, der ist auch schön. Da darf man nicht hoch. Das ist ein Naturschutzgebiet. Echt? Ja, da leben seltene Schmetterlinge. Und Raupen. Ich mag Schmetterlinge. Du darfst, ne, willst sie nur essen. Na und? Hab auch schon Nigel gegessen und damit sein Leben gerettet. Als Oma im Wald staubsaugen wollte. Weil so dreckig da war. Ich glaubte kein Wort. Doch, die hat den Dyson ausgepackt. Warum wollt ihr den Wald staubsaugen? Weil so dreckig war da. Aber der Wald ist immer dreckig. Ja, hab ich auch gesagt. So, Oma, sei doch nicht so. Und sie so, ruhig, Kind. Hier sieht's aus wie in deinem Zimmer. Wohnst du im Urwald? Nein. Das sagt die aber immer. Das ist bei mir unordentlich. Hure! Hure! Nicht wahr? Wo sind wir? Sind wir noch in Los Angeles? Oh. Was? Was denn? Was? Was geht? Wir sind gleich da. Siehst du, ich hab doch gesagt, wir sind schnell da. Ja, wir sind jetzt, ja, wir sind bei Arcade. Die sind alle voll, ne? Komm. Ich hab doch gesagt, wir sind schneller da. Vorher da lang. Komm bei mir. Wo müssen wir hin? Da vorne rein. Aber hier ist doch geschlossen. Nein, da vorne. Das gehört uns jetzt. Das ist unser. Das haben wir gekauft gestern. Gott, was ist das denn? Da, guck mal, hier kannst du sogar einen Penny reinwerfen und der erzählt deine Sachen in die Zukunft. Guck mal, Mama, deine Tante. Nein, werf bitte. Das deine Tante, Mama. Werf mal einen Penny rein, Asche, und frag die was. Asche, was ist denn hier? NASA. Starte das Spiel. Ich bin bereit. Oh. Mila, du musst die Spielzeugpistole nehmen. Mila, da unten ist eine rote Pistole. Mama, komm mit, da vorne ist das Lovometer, da musst du deinen Schwanz reinstecken. Guck mal, ich spiele mit Curtis. Aber der passt da nicht rein. Echt jetzt? Ja. Unten ins Loch, der zeigt dir an, wie sehr du verliebt bist. Ich kam gestern bis ganz fast oben, hot and heavy. Hot and... Okay. Aber bitte nicht lachen, okay? Nein. Was ist das denn für ein Busch? Rasier dich mal. Da. Das sieht aus wie ein Regenwurm. Hör doch auf. Nicht vor Mila. Du kommst nur bis Clammy. Wie bis Clammy? Was ist Clammy? Ja, ein Clammy-Wurm. Was ist Clammy? Hey, Curtis, komm mal, ich zeig euch was. Ihr müsst komm mitkommen. Wir haben auch das Raid-Spiel. Ist das sowas wie Waschlappen? Das... Shadow Legends, ne? Ja. Wegen dem Komm mit, Jungs, ich zeig euch was. Wo ist Mila? Die ist durch die Tür gegangen. Ich glaube, die spielt das Spiel mit den Pips. Hallo. Was? Wo war das? Komm mit. Und berührt nicht die Comics. Warte, stopp. Ich muss die Comics angucken. Nein, komm mit, ich zeig euch was. Darf man nicht anfassen. Das hier ist das Büro. Ne? Guck mal, wir haben einen Keller. Uff. Und ein Fahrrad an der Wand. Aber ich sag euch eins, ne, da unten ist halbe Monte. Ja. Echt? Na klar. Oha, Tschüss, wohin noch? Guck hier. Und Einsatzkommando. Und Milda, was machen die Aktien? Ja, läuft gut. Erstmal Klappstuhl auspacken. Lass mal zocken. Achso, man kann hier nicht zocken. Big Dick 69, Dankeschön für dein Follower. Wo machen wir jetzt Multistream? Dankeschön für 200 Bills. Mach mal Hallo, Spotstream. Ich bin's wieder, eure Mina morgen. Heute zeige ich euch, wie man sich die Nägel schneidet. Ja, und ich zeige euch, wie man die wachsen lässt. Ladies and Gentlemen, der Präsident ist wieder im Weißen Haus. Wir sind live. Hey, Jungs, Hallo, was läuft? Willkommen.
Arr, was geht ab? Big Tasty Bacon Bunny weg. Was geht ab? Okay, was spielen wir? Wir spielen heute Fortnite und Raid Shadow Legends. Nee, lass mal lieber Geister jagen. Ja, oh, wir gehen Geister jagen. Ja, wir sind zu viert, lass Geister jagen. Ja. Okay, ich nehme Taschenlampe. Ich nehme Impf. Ich habe das Thermometer. Ich nehme wie immer die Kamera. Und die Bratpfanne. Ich will die Geisterbox. Okay. Und das Kruzifix nehme ich mit. Und das Buch. Wo sind wir? Hey, du kannst nicht so viel nehmen. Du brauchst doch, ich kann drei Sachen mitnehmen. Der ist am Cheaten, der kann so viel mitnehmen. Boah, scheiß Cheat. Du hast Cheater. Komm, wir gehen rein. Okay, aber ich habe Angst. Ne? Welches Haus nehmen wir denn? Das da vorne. Oh Gott. Das Gefängnis. Wir haben Gefriertemperatur. Oh oh. Unten in der Küche. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Oh, ich hab gerade ausgeschlagen. Oh oh, Geisterbox. Auf wie viel? Geisterbox. Auf 4. In Zelle C4. Wir haben doch das Licht flackert. Da fliegt ein Schwanz. Also wir haben Gefriertemperatur, EMF auf wie viel? Hallo, Mann. 4. Nur? Geisterbox. Und Geisterbox. Du hast doch gar nicht mit dem Geist gesprochen. Hab der redet wohl. Nur, wenn wir allein reingehen. Da ich der Stärkste von uns bin. Da ich der Stärkste von uns bin, gehen alle raus. Ich rede mit dem. Okay, ich glaube, dir das hier bitte. Curtis, red mal mit dir. Frag mal, wie alt er ist. Wie alt bist du? Adult. Oh, der hat Adult gesagt. Oh, der hat was gesagt. Wir haben alle drei Hinweise. Wir können wieder raus. Aber ich dachte eben nur 4. Aber wir müssen auch ein Foto machen. Memo muss ein Foto machen. Memo macht Foto. Ja. Achtung, warte. Ja, wie heißt der Geist? Wir müssen produzieren. Dorothy Brown. Dorothy Brown. Nein, so hieß der gar nicht. Der hieß Herr Alan Bogan. Alan Bogan ist ein Hure. Okay. Hure. Kamera ist aufgestellt. Hure. Hure. Cocksucker. Memo, du musst zum Truck gehen. Ja, ich bin weg. Okay. Funk, ne? Ja. Mr. Alan Bogan, sind Sie hier? Mr. Alan Bogan, hu. Ich die Sanity Memo. Ja, Sanity Check, bitte. Sanity Check. Ja, Salame. Das bin ich verstanden. Memo, Sanity Check, bitte. Du musst Check machen. Check, alles okay. Wie viel Sanity haben wir, du Idiot? Wie viel Prozent, du Spassi? Ach so. Also alles gut. Okay, Der hat das Spiel echt nicht verstanden. Hey Memo, bring mal ein paar Pillen. Wir werden gejagt, versteckt euch. Ich versteck mich in der Waschmaschine. Ich versteck mich in der Toilette. Psst. Mein Zungenpiercing flackert. Mein Bauchnabelpiercing schlägt aus. Okay, der alte Bogen hat aufgehört zu jagen. Okay. Glück gehabt. Boah, was haben wir jetzt? Hier. Wir haben Gefriertemperatur. Ja, Geisterbox. Geisterbox? Memo, bist du nur im Truck? Ja. Guck mal, ob wir Orbs haben. Haben wir ein Orb? Ja. Okay, wir haben alles. Da fliegt was. Aber wir brauchen ein Bild von dem Hundebock. Ein Bild von denen. Memo, du musst das Bild machen. Memo, du musst das Bild machen. Du bist der Kameramann. Memo, du musst mal alleine reingehen. Und zieh dir eine Hose an, wenn du reingehst. Memo, komm bitte mit Kamera. Guck. Die Kamera steht schon. Nein, du musst mit dem Foto machen. Nee, das macht ihr. Nein, du musst allein rein. Du hast gesagt, du nimmst die Kamera. Er jagt. Boah, gut, dass ich im Truck bin, ihr Loser. Boah, ich versteck mich. Ich versteck mich in meinem eigenen Arsch. Mila ist, glaube ich, tot. Warte, ich gucke auf ihren Monitor. Ja, aber die ist tot. Hallo, Leute. Lucky, kannst du mich hören? Ja, ich höre Mila ist gestorben. Was? Wir brauchen noch ein Foto, dann können wir abhauen. Und schmutziges Wasser. Da musst du Memo fragen. Memo, komm mal kurz duschen, wir brauchen schmutziges Wasser. Ich bin auch schon tot. Oh, guck, du kannst ich gar kann nicht gucken, wenn du tot Teller bist. Werfen. Was? Ich kann jetzt als Geist mit Teller werfen, guck mal. Oh. Ey, Curtis, ich glaube, wir haben einen Poltergeist. Meinst du? Ja, der schmeißt mit Porzellan. Kann doch sein, dass es Mila ist, weil die sauer ist. Was hast du wieder angestellt? Das kann ich nicht sagen. Das ist privat. Oh, da ist der, ich mach Foto. Okay, ich hab's Foto, wir können abhauen. Okay, schnell, Curtis. Trag schnell ein, Schwanzlutscher. Ja, lass Memo da, wir fahren ohne. Ja, komm, wir holen ab. Tür zu. Oh, der Truck fällt weg. Und mal wieder geschafft, ohne Verluste. Keine Verluste. Nur wir beide. Boah, das ist so gemein. $3 bekommen. Sie ist so beim Schwanzlutscher. Ich hab Foto gekriegt, haha. Auf mich. Ha. Das war eine coole Runde. Okay, danke schön für den Stream, vielen Dank für den Support.
Dankeschön. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Folgt mir auf Twitter. Slidet in meine DMs und ja. Tschüss. Und Kussi, ne? Ich hab euch lieb, Kussi. Stream ist aus. Boah, ich hasse die alle, die Wichser. Die sollen Kohle geben, Mann. Kein Bock auf die. Die sollen Geld geben. Mach mal lieber das Fleck. Ich tue mal so, als würde ich die mögen, aber ich mag die gar nicht. Die ganzen Lügen und Stinken haben Penner nie. Heiß Weirdos. Boah, scheiße, du hast vergessen, das Placement zu erwähnen. Das ist nur Text. Die sollen Kohle geben. Ey, das ist schon ein bisschen strange hier. Du bist strange. Was soll das hier unten sein, Bruder? Das ist Hogwarts. Echo. Mich würde mal echt interessieren, wie viele Streamer genau so ein Mindset haben, Alter. Dass die hinter der Kamera genau so sind. Da ist Wasser, du kannst dich endlich duschen. Das machst du? Wasser. Wo kommt hier Wasser her? Das ist doch kein Wasser. Ja, dann wirst du auf ewig weiter stinken. Das ist ein arabisches Schwimmbecken. Da kannst du nicht reinspringen. Ey, das ist schon... Boah, hier kannst du echt üble Sachen anstellen. So, warte mal, ich muss... Ah, jetzt kommt er, okay. Ali, dankeschön für den Prime, vierten Body. Nimm mein Prime, dankeschön. 70... Naja, ich würde nicht schätzen, dass 70% so denken, aber es gibt bestimmt ein paar. Hogwarts. Naja, du in die Angler niemals, Alter. Das geil hier, ne? Das ist wirklich uns jetzt? Ja, boah, hier, warte mal, wir können hier einen Pfeil machen, ne? Ja, aber was soll das? Weiß nicht, Bruder. Warte, schub mal den Frank an. Mila, willst du dein Bier haben? Ja, bitte. Gott, war. Grüße, Frank. Was geht? Geht's dir? Mir geht's gut, schau wieder auf. Na klar. Hast du schon eine Location für heute Abend? Ja. Wo denn? Unter der Autobahnbrücke ist so ein Loch in den Untergrund. Wenn du ein Stück weiter fährst, bist du im Untergrund. Ich glaube, ich habe eine bessere Location gefunden. Weißt du, was das Ding ist? Und ich glaube dir das auch. Aber ich habe keine Lust, nochmal 40 Leuten anzurufen und zu erklären, dass die Leute... Aber würde ich machen. Möchtest für dich, du dir was angucken kommen für die nächste Geiselnahme? Ja. Ich habe die übelste Location. Boah, das Ding ist, ich treffe mich gleich einmal mit Johnny, den kann ich jetzt nicht warten lassen. Bist du mit ihm? Nee. Ich würde mich mit Johnny treffen und dich anrufen. Ja, aber ich kann Johnny sagen, dass der auch herkommen soll. Dann mach das so, das ist sogar schlauer, weil... Okay, wir sind gegenüber von der Bäckerei, weißt du, wo die ist? Nicht ich, aber irgendjemand weiß es. Okay, ich rufe Johnny an. Okay, ja, du bist gleich. Hadi. Aua. Was machst du da? Du kannst nicht am Stromkasten packen. Ey, Kürtis. Ja. Johnny. Komm mal mit. Du triffst dich gleich mit dem Frank, ne? Ja, der hier bei der Lone. Ja, aber nein, wir treffen uns hier bei dem Arcade-Ding. Arcade-Ding? Ja, ich will dem das hier noch zeigen. Ach so, wo bist du denn? Ja, bei dem Arcade-Ding im Keller. Bist du da gerade? Ja, mit Mila, Jeff Kay und Mimo. Ich bin jetzt hier oben, Alter. Ja, dann komm du. Ey, ich komm runter hier fahren. Nee. Bis gleich. Komm her. Komm mal mit. Was ist denn da vorne? Da ist Sprengstoff. Oha. Eine da ganze ist doch Kiste unser, voll. Das ist doch unser Sprengstoff. Bada boom, bang, bang. Und ein Ventilator. Und eine Pritsche für Memo. Ventilator. Oha, die Uhr geht so richtig. Ja. 3 Stunden noch, dann ist Feierabend. Wo ist Mila hin? Da oben. Mila, wir machen nicht heute wieder hier. Jeden Tag nur einmal. Was wir alles mit dem Sprengstoff kaputt machen können. Frage, glaubt ihr, es gibt einen Mann, der sowas auch hat, aber mit einem Knopf, der alles explodieren bringt? Meinst du so einen Atombombenknopf? So was hat nur der Präsident. Oh, ich bin ja der Präsident. Ich nehme die Nummer 3. Ich will auch Präsident werden. Kannst du nicht, ich bin Präsident. Ich bin auch Präsident. Dann will ich Königin sein. Aber du bist doch meine Königin.
Curtis, du bist Peasant. Komm, wir gehen auf Klo rumfummeln. Oh nein, der hängt schon wieder an der Toilette. Nee, ich habe keine Ahnung, wem das hier gehört oder ob das überhaupt jemanden gehört. Und derjenige, der das hier bestellt hat beim Juri und das machen lassen hat und das nicht bespielt hätte, das ist echt... Bam! Ich hab Durchfall. Bam! Bah! Entschuldigung. Musst du auch? Bah! Nö, aber ich muss Pibi. Guck weg. Da ist doch sowieso nichts. Guck weg. Ja, ist okay. Da ist nichts, sagt er. Mach Schweißverschluss auf. Zeig. Jetzt hol ich den raus. Oha, tschüss. Hast du gehört? Oha. Halte Arm. Was war das? Was war das für eine Schlange? Bam, Mama! Entschuldigung. Boah. Die haben sogar ein kleines Spiel hier, man kann so eine Zielscheibe treffen. Echt? Sollen wir uns den Klostein teilen? Was? Das Kaugummi, was immer da drin liegt. Sollen wir uns das teilen? Doch, sind viele Elemente von GTA selbst, die hier drin sind, ja. Oh, abschütteln. Hände waschen. Hände waschen. Guck mal im Spiegel, guck mal. Ist schon fresh. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Warum? Weiß nicht. Ah, komm. Boah, das war mein Lieblingscomic, The Penetrator. Was? Was? Ja. The Penetrator. Ach du Scheiße. Oh, geil. Oha, die haben sogar Red Dead Redemption. Und Monkey's Paradise. Ja, das ist doch jemand ganz anders hier. Wie heißt der nochmal? Lucky Luke. Ja. Das ist? Raisin Chase. Ey, mir gefällt's hier. Das gehört uns. Ja, aber kannst du nicht einfach... Doch, wir klären das mit dem Bob, den Dings. Ich mach keine Wurststraße, oder? Ja, aber... Ja, okay, dann spielen... Es wäre halt so geil, wenn man hier hingehen könnte, wie damals auf GTA Live mit dem Handy, man drückt E und man kann so ein Flappy Bird oder sowas spielen, Alter. Das wäre so fett, Mann. Was machen die hier? Wir klauen hier garantiert nichts. Genau. Ihr schnüffelt die Abgase vom halben Dizzy. Was? Nicht das aber für... tun lassen sollen. Sollen wir das hier kaufen? Hier werde ich all meine Pokale aufstellen. Ich dachte, das hast du schon gekauft. Die werde ich all meine Pokale stellen. Und mein Nimbus 2003. Ich habe mal eine Frage. Für was ist der Sofa hier? Oder die Stühle? Ja, um die Wand von Hogwarts anzugucken. Genau. Gleich 900 Viertel. Da muss man eine Leinwand hin für Kino. Mila, da kann man nicht durchspringen. Oh, wow. Du bist nicht feste genug gesprungen. Ja, das geht doch. Hey. Biohazard, aber es hat viel Coding-Aufwand, ne? Aua. Verdammt, ey. Du hast einen Zahn verloren. Keine Sorge, den kann ich einfach wieder reinmachen, warte. Und wir können doch auch andere Partys veranstalten. Warte, ich muss die Glühbirne rausdrehen. Können wir hier nicht Partys veranstalten, Bruder? Hallo, Wilde Bunker. Hallo, Curtis. Hör mal, ich glaube, ich habe mich gestern verwählt. Kann das sein? Ja, du hast dich verwählt. Du wolltest so mal Jutta anrufen, was mit deinem Schwanz nackig im Taxi drin? Ey, ja. Bist du mitgekommen? Ist mir ein bisschen peinlich, ne? Ist nicht schlimm. Ulu, ich schäme mich schon ein bisschen. Nein, ist nicht schlimm. Nein. Ist nicht schlimm, okay, aber, also war das wirklich nicht schlimm? Nee. Also, kann ich dich mal was fragen? Nee. Also, als Frau, also das war schon, also du hättest das erotisch gefunden sonst, oder? Ja. Die soll ich also bin ich doch noch, ja, Bruder? Sexy. Mal auf Seite. Ja. Ja, super. Okay, dann wollte ich mich nur bei dir entschuldigen, ne? Also, okay. Ich gucke, dass das nicht wieder vorkommt, ja. Aber, ja. Okay. Gut, Curtis, hab dich lieb. Ich dir auch, tschüss. Tschö. Opa Willy Wonka, mach meinen Stream im Hintergrund aus, man hört das. Du alten Schneiper, du. Hat jemand was zu trinken?
Ja. Hast du den Fang angerufen? Nee. Dass der herkommen soll? Nein, dann ruf ich den an. Du hast so gesagt. War klar. Komme ich eigentlich ins Tiki Lala jetzt rein? Nö. Das wäre halt so mega fett, wenn man so Minispiele hätte, ne? Und noch geiler wäre das, wenn man so Minispiele hätte, wo man am Ende so einen Namen eingeben kann, wer den Highscore hat. Boah, das wäre so... Oh mein Gott, wäre das gut. Boah, hätte ich Bock auf die Arcade-Halle, ohne Witz. Ich hab... Oh mein Gott. Und wenn selbst GTA Live das damals hatte mit Floppy Bird, dann müsste Unity das easy peasy hinkriegen. Die einfach einzubinden über einen Ceph-Browser. Doch, kannst du beantragen, aber ich werde mal mit dem Bob reden da hier von dem Gewerbedings. Ich würde extra nur dafür anfangen, EP zu spielen. Ganz ehrlich, Alter, ich würde sogar die Waschstraße auf die Scheiße, ne? Und die Arcade-Halle machen, ohne Witz. So geil. Ne, Flappy Bird war auch Dings. Es gab Flappy Bird auch auf Homestead. Aber das sind Spiele, die man einfach so zocken kann. Ja, ne, Jay, hast du gesehen, die Lampen? Diese Steampunk-Lampen? Genau so eine will ich auch haben. Wohin mit den ganzen Autos? Hier hinterm Tiki Lala ist ein riesen Parkplatz. Oder Mapike, komm mal. Ja, Johnny ist jetzt auch hier, ne? Wir sind auch gleich da. Gegenüber von der Bäckerei. Jetzt, ja, wir sind jetzt Höhe Life Invader. Keine Ahnung, wie weit das von da ist. Nicht bald. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ja klar, Prepper, wo wir die hochgenommen haben, wo wir denen die Karten abgezogen haben und so. Hallo. Warum siehst du aus wie ein Mexikaner? Ach, die Arcade-Halle oder was? Kennst du das? Nee, ich habe aber vorhin davon gehört. Das nehmen wir jetzt unter unserem Fittich hier. Ich habe sogar mein eigenes Spiel. Ui, Jungs, lass direkt am Boxautomaten. Flex, flex. Ui. Nein, Janakal, du musst am Liebesdings da gehen. Du musst deinen Schwanz da reinstecken. Ich bin in meinem Laden. Wie? Da geradeaus. Aber jetzt komm ich erstmal hier aus dem Büro aus. Ich bin bis heute in Harry bekommen. Achte hier meine Bude. Cooler Schuppen. Oh. Alter, boah, du kommst fast auf Sizzlin. Alter, bis wohin bist du gekommen? Einer drunter nur. Das sind viel mächtigeren Schwanz. Willst du ihn mal anfassen? Wie meinst du das jetzt? Guck mal, Jennifer, hier ist unser Lieblingscomic. Alter, hier ist unser Lieblingscomic. The Penetrator. Alter, was? Da gab es sogar damals ein Spielzeug bei. Das hat vibriert. Krass. Das, ist doch, das hast du im Mund genommen. Komm mal, ich zeig den Keller. Warum hängt da ein Fahrrad? Das ist mein Fahrrad. Ich bin sportlich. Du bist einfach Museumsdurchgang. Guck jetzt Keller. Alter, was? Digga, mal, hier arbeitet mein Onkel. Der ist bei der NSA. Was ist das? Das ist unser Keller. Vorne. Das da ist vorne ist türkisches Schwimmbecken ohne Wasser. Wollen wir Gift in das Wasser tun, damit alle Menschen sterben? Das nee. Riecht aber nach Schwein. Was geschieht da hinten? Wo geht's da hin? Ach, da geht's weiter. Das Ding ist U-Bahn. Ich brauche ein Fahrrad. Dann kann ich gucken gehen. Das hängt doch da oben im Büro. Ja, aber damit kann man nicht springen. Ich will ja nicht drüber klicken. Warum? Meinst du, ich passe hier durch? Nein. Was ist das für eine Jauchegrube? Das ist türkisches Schwimmbad. Wollen wir die in dem Wasser kämpfen lassen? Gilt nicht. Kann man nicht drüber springen. Ist unter Strom.
Warum pfeift der jetzt? Nein, das war ein Zuckung. Er hat Weißbaum gegessen. Ey, wollen wir das machen hier, John? Nein. Okay, du hast nur keine Lust, alle anzurufen, genau wie ich. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal aber hier. Ja. Der safe. Hat eine Geiselnahme. Also nein, ich tatsächlich sehe ich hier, ja. Hier kann man ja, nur kämpfen. Außerdem haben wir auch noch nie eine Geiselnahme gemacht. Vielleicht könnten wir mal eine... Hast du vom Lazy Lizard den Helm bekommen, Jonathan? Nein. Vom Taxichef, wo? Alter, nein. Ich schwör's, den hatte ich nämlich gestern Moment, auch auf. Wo Mila männlicher ich bin vom aussieht als Curtis, Alter. Was? Nö, nicht. Was hat der gesagt, Mila? Lutsch mein Schwanz. Sag doch Schwanek, Alter. Schwanz. Was? Sag mal Schwanek. Nein, sag das Schwanek. Nicht. Das ist geiler. Was nein. ist das? Auch ein Schwanz. Das hier. Wenn wir über was anderes reden. Pack den weg. Du hast keiner gesehen. Ich hab ihn gesehen. Nee, aber im Ernst, zeig mal den Eingang nochmal kurz. Ja, ist es doch nur so eine scheißeckige, kacke Tür, oder nicht? Ja. Ja, geh doch mal hin, Alter. Ich kenn mich hier nicht aus. Ja, ich hab mich verlaufen, Mama. Und heb deinen Rollator hoch, wenn du läufst. Das ist der Katze im Boden. Ja. Alter, sag. Du bist schon ein richtiger G. Ich bin G. Ja, voll. Ja. Ich sehe gar nicht aus wie Mexikaner, ich bin voll hübsch. Motherfucker. Komm mit. Ja. Willst du mir helfen? Du bist nicht gut, denn zu halten. Ey, Mann. Ich bin einfach viel zu stark. Ja, es hat einfach einen Schrank. Ja, ich war auch stark. Der halbe Kehr. Soll ich dich auf den Schreibtisch schieben und dann knutschen wir? Alter. Freundchen. Was? Ja? Was denn? Jana kann mit mir knutschen. Ohren überall. Und meine Augen. Ja, und meine Zehennägel. Ey, voll verloren. Da vorne von Memo, die Tante, fragen kannst du fragen, wie alt du noch wärst. Du musst aber einen Penny reinwerfen. Nee, kostet die nicht. Okay, der ist schon wieder mit dem Grinder beschäftigt. Nee, du? Nee, du. Nee, finde ich geil. Ist eine geile Location, auf jeden Fall. Wir übernehmen das hier. Wir können sogar die Geiseln hier zocken lassen nebenbei. Ja. Cool. Nee, pass auf. Das Ding ist, wenn du hast wieder diese Glastüren halt, ne? Ja und? Die sind doch bestimmt kugelsicher. Ja, das ist doch alles positiv. Seid ihr behindert? Ich rede von positiv. Du kannst die Geiseln da oben hinstellen. Wo seid ihr? Bei Makarlo wieder. Weißt du, was ich meine? Was macht ihr da? Durch, wissen wir. Wir gucken, dass keiner guckt. Kommt ihr wieder Junkie Park? Ja. Okay. Tschüss. Oh mein Tschüss. Gott. Tschüss. Boah, die Lampen sind echt geil, ne? Die gibt's bestimmt bei Etsy. Gefällt mir. Hallo? Ich muss mal. Frank the Tank. Ich komm mit. Frank. Ich kann allein, ich bin schon groß. Ab sonst soll ich auch immer halten. Bitte nicht von meinen Freunden, das ist peinlich. Ich kann alleine wirklich. Bist du sicher? Ja. Aber nicht will er mich rufen, weil, ne, wie gestern Abend. Versprochen mache ich nicht, ganz, ganz sicher. Und ich werfe doch keinen Klopapier rein. Oh Mann, ey, ich dachte nur... Ich zieh mir das nicht schon wieder durch die Nase, es hat gestunken. Boah, fuck you. Warten über die Leichen, Alter, wo ist das Problem, Digga? Nee, Mila ist kurz ein Abbildern. Das brauchst du nicht mal groß machen. Reicht, wenn 4 Leute oder 2 Autos, 8 Leute draußen sind, reicht voll aus. Wie findest du meine Karte, Spiel? Cool. Du musst das nicht im Mond treffen. Und die Kometen. Die Einsicht ist halt so. Hammer, Alter. Mein Highscore ist 7-9. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich habe verloren. Scheiße. Ich habe einen Highscore von 2. Nicht schlimm. Irgendwann bist du besser. Das macht dann einmal $500. Mein Portemonnaie ist im Auto. Ich hol das Socken. Mal kurz. Oh fuck, hier geht's nicht raus. Kollege, nicht gegen den Automaten hauen.
Ach, ey, ich hab was ganz anderes, was mir gerade... Wo ist Shooting? Highscore! Hey, wo ist Johnny? Johnny, ja. Komm du mal bitte kurz alleine mit mir. Junge, einfach Lucky Luke. Kannst du aufhören zu schießen? Was laberst du, Schulden Highscore? Alter, Nasa ist auch hier. Nasa speaks, rede zu mir. 322. Das ist meine Tante. Sag mir, welche Familie bin ich? Du musst vorher einen Penny bezahlen. Ramre Salame. Alter. Ja. Mein Traum wird wahr. Memo, runter da. Du darfst nicht auf deine Tante gehen. Memo steht auf deiner Tante. Der Hamela? Ich hab fertig. Ja, was soll ich jetzt machen? Abwischen gehen. Boah. Ich steh grad auf dem... Hast du keine Pampasalen? Oh, oh. Kann ich da rein oder Stinkbombe? Ja, du darfst rein. Mama, du bleibst draußen. Zeig dich, Schweiz! Geh weg, Mama. Oh mein Gott, geh da nicht rein. Du kriegst Störungen. Geh weg. Ich hab die Augen zu. Ja, du darfst nicht ins Pissoir kacken. Warum hast du da rein... Bah! Bah, was hast du Mais gegessen? Los. Wer hat denn ins Pissoir geschissen? Ich war das nicht. Bah. Kannst du helfen? Hose hoch, bitte. Was? Okay. Melde dich runter. Ich halte mich fest, du ziehst hoch. Okay, hab ich. Danke. Du hast voll deinen abgedönert. Ich war das nicht wirklich. Hallo. War das nicht? War das wirklich? Dann war das Memo. Ja, der Ekelige. Bah. Ich meine auch, ich habe ein bisschen Ziegenkäse gesehen. Ja, dann kann es ja nicht besser. Memo, scheiß du noch einmal ins Pissoir, ne? Was? Dann gibt's Ärger. Widerlich, du Schwein. Der hat letztens da getrunken. Du bist ein Schwein. Schwein. Siehst du, ich kann schon ganz alleine Pipi. Oh. Fahren wir wieder hoch? Wo ist denn Johnny und Frank? Weiß nicht. Hila, das Auto ist abgeschlossen, gell? Chris, danke schön für den Wisdom 22. Piep, danke für den Prime 6. Ali, danke für den Prime 4. Hotte Black, danke für den Prime 20. Bombe, danke für den Prime 16. Swiss, nee, danke. Joe, durch, danke. Alle anderen, danke, danke. Dann haben wir wieder jetzt auch gleich, Bruder. Was? Ob wir wieder nach oben fahren? Die Nein, wir fahren zum Park. Aber wo sind die anderen? Frank und Johnny knutschen bestimmt, ne? Da wird der Jenner keine Mal versüchtig. Ja. Hüfke. Was ist denn? Entschuldigung. Steffi will ihr Auto. Ja. Mit wem bist du gefahren? Mit Güffi. Ja. Trix, danke für den Prime-Zeit. Warum mache ich das hier überhaupt? Ich weiß selber nicht. Kuss. Danke. Dann guck mal wieder Hood-RP. Bruder. Gang-RP 2020. Wir fahren gleich zum Park zurück, sagen die. Ja, whatever, Tess. You are the one tough, man. Jetzt hast du mir ganz genau zu. Wenn du meine Gang disrespectest oder meine Frag, dann gibt's ein Brett, Junge. Das heißt, beim Güffi ist ein Platz frei und ich bin mit dem Bademeister gefahren. Ich bin mit Mila gefahren. Okay. Ja. Klärt es mal ab und frag einfach. Ansonsten hole ich euch ab mit dem Viersitzer. Driftgirl, Memo hat ins Pissoir geschmettert. Wie komische Menschen. Wie immer. Wie meinst du? Ich glaube, Frank hat Kopfschmerzen. Aber kein Stress oder so. Voll lustig, wie der mit seinem Rollator rumrollt. Denk dran, ich bin mit dem Bademeister gefahren und der Chifke mit dem Güffi. Sag dem Bescheid, dass ihr mit denen zurückfahrt, okay? Ich hab's nicht geklaut, ich bin nur Beifahrer, ich bin da raus. Ich hab gar nichts geklaut, ich hab's nur... Johnny, wo bist du hergekommen? Hab dich auch, lieb Steffi, bis aus nachher. Aus dem Auto. Welches? Ich hab nichts der damit Torno. Zu tun. Wo ist denn zum Torno? Vor dem Energy. Wo sind die Flächen? Also eigentlich steht ein Foko, ne? Hab ich doch. Einmal. Ich bin auch vor dir. Wirklich? Ich wollte eigentlich das Auto nehmen, mit was ich hochgefahren bin. Bis gleich. Bis gleich. Das ist geil. Kannst du nicht auf jemanden sauer sein, der nichts gemacht hat, Len. Heide, ciao.
Fahren wir zum Park? Ich spiele jetzt das Kind. Ja, komm. Weiß Kannst nicht. Du, ja. Ey, wir haben einen Platz frei. Wir können einen mitnehmen von euch, ne, wenn ihr keinen Platz habt. Wir sind eh nur zu dritt. Bei dem fahre ich nicht mit. Ganz bestimmt nicht. Mein Gott. Der packt immer einen Fuß und so. Ja, die sind voll eckig. Sollen wir die Kaderhalle machen oder Wurststraße? Hä? Wurststraße. Wurststraße? Oder Kaderhalle. Boah. Ich dachte, wir haben die Wurststraße schon. Ja. Arcade ist schon cool. Guck mal, ne? Darf ich das Puppenhaus von Barbie, das neue? Aber das kostet $70. Bitte. Aber das kostet $70. Ich wünsche mir das echt dolle zu Weihnachten. Bitte. Nur das Haus oder nur was anderes? Ja, die passende Barbie natürlich und... und den Playmobil-Reiterstall. Auch noch? Ja, bitte. Ich überlege mal. Pony, aber die neuen, nicht die alten. Das Pony mit echtem Fell? Aus kurdischem Echthaar? Ja. Aber du musst das auch fegen, ne? Ja, okay. Wer hat denn das Muppeltier umgefallen? Ich weiß nicht. Hi. Wer hat das Motorrad umgefahren? Ich weiß nicht, das war der Zahnriemen, der Wichser. Wie geht's? Nix, gleiches Boxkampf so, ne? Gehen wir da hin? Na klar. Soll ich die Boxen? Boah, voll angezappert. Ich hab vom TK $150 gekriegt, Warum? Weil er mit mir Mafia spielen durfte. Ach du heilige Scheiße! Mhm. Basti, danke für den Prime im 19. Und wir haben eine Mafia enttarnt. Oh. Und Maximoto, ja, danke schön für 10 giftige Subs, Bruder. Vielen Mila Dank. Mila hat mitgeholfen. Mila spielt auch Mafia mit. Und danke schön nochmal für... Ja, ich bin oder? Cool dann. Ich weiß nicht, durch? Wie spielt man eigentlich Dankeschön. Mafia? Ich weiß es auch noch nicht so. Boah, ist ein Knarr und ein Anzug. Muss man auch so nett reden? Was? Muss man nett reden, wenn man Mafia ist? Ich weiß nicht, von was du redest. Du musst böse sein. Na, wenn wir Mafia spielen. Tschüss, Junge! Hallo. Rati, danke auch an dich für 5 Gifte Zams, wurde vielen Dank. Und bedankt euch bitte. Dankeschön. Und dann ein Blirt. Blirt, da war ich. Da war ich, da hab ich meine Pissoir geschummelt da. Is nice. Is nice. Die Schamle mit deiner Freundin sind aus der Ärmel von Zauberer. Ich hab nicht ins Pissoir gekackt. Ah, so meine Freundin Pamela. Kann mir jetzt den Dollar leihen? Memo hat nicht ins Pissoir gekackt. Nicht. Mila, du heißt jetzt Pamela. Pamela? Meine Freundin Pamela. Aber ich bin Mila. Sehr nice. Wie viel? Sehr nice, Pamela. Wie viel? Hey, wir haben den Zeitteil noch gar nicht geguckt. Guck mal, mein Pony. Was haben wir nicht? Den zweiten Teil. Doch, ich habe den kurz angeschnitten, aber das ist scheiße. Also. JFK. Na jo. Nein. Na denn. JFK. Nein. Guck mal, Pony. Boah, weißt du, das Schlimme daran ist Day Night mit den Würfeln. Das ist ein Feature, das dauert 5 Minuten zum Coden. Das ist nicht mehr lustig. Dann gehe ich nach Hause. Haha. Hey, wohin? Like Black Temple. Die. Denkt man nicht dran, dich hinzusetzen. Ich sitze hier. Ich krieg das neue Barbie-Puppenhaus. Mhm. Und das Pony mit dem echten kurdischen Echthaar. Ja, ich kaufe das Weihnachten. Von Memos Rücken. Mhm. Der wird geschoren, die Drecksau. Memo mit 5-0, oder? Ja! Was willst du eigentlich zu Weihnachten? Drei. Ich wünsche mir auch was zu Weihnachten. Ja, was denn? Ich will dieses Star Wars Laserschwert, was man lutschen kann. Okay. Was? Ja, die Süßigkeit. Das sieht aus wie ein Laserschwert, aber man kann am Schwert lutschen. Ich wünsche mir einen sauren Apfelgeschmack. Pokémon.
Gibst du okay. Fenlo? Curtis, der Schwertschlucker. Und ich will ein Jojo, was blinkt. Ich will eine neue Cap. Warum? Weiß nicht. Will einen längeren. Will ich mir auch was wünschen. Ich kann dir eine Eastside Hoover Chips Cap besorgen. Ja, yeah. Mit dem Vater bitte. Ja, mit dem Vater sein Gesicht auf. Der zeigt so Peace. Nicht mal so Schuhe mit so Rollen drin. Bart, bitte. Was du willst, interessiert keinen. Halt deine Fresse, Goofy. Abo, warum bist du so? Warum ziehst du dich so schick an? Warum nicht? Ich dachte, du bist Gangster. Ich bin Mafia. Hä? Wie, hä? Hä? Costa Quanta. Costa Fagalik. No habla español. Also eigentlich 800 für dich 8. Ja, Salome. Mila, hast du Kerzen gefiltert? Doch, ich hab gestern ein paar Eierschalen reingeworfen im Keller. Der hat auch richtig weggemanscht. Deswegen hat es nach Schweins geredet. Geredet? Geredet. Ja, ja. Ja, ja, man muss. Bisschen Pfeffer. Als Morland, verpiss dich hier. Lass den Black Temple in Ruhe. Was bist du, Alter? Verpiss dich. Wer bist du, solche Kaputon? Oh, Memo gegen Luffy, komm, fight. Der traut sich nicht, der traut sich nicht. Nein, mach Beatbox, Battle. Nee, ist nicht. Komm, kämpfen. Ja, Giffy, komm, zieh deine Ohrringe aus und verklopp den. Ich knall den gleich ab, ich schlag ihn. Bin bereit. Gib mir mal deine Ohrringe. Nein. Okay. Soll ich dir welche schießen? Komm, kämpfen, Memo. Willst du mit Eierkneifer kämpfen? Dann sei nicht so frech beim nächsten Mal. Giffy, willst du eine Kugel? Willst du eine Kugel? Ja. Bretter, Memo, du hast nur Angst vor dem Giffy. Dass der dich verkloppt. Der hat er auch. Bei dir eine Kugel, ich kann richtig gut aus Versehen tanzen. Guck mal, sagt er, der keine Pisser soll Respekt haben, aber hat Angst, sich gegen mich zu prügeln, weil ich den kaputt mache. Boah, Mila schon wieder, ne? Oha, Memo macht dieses Dings mit dem in die Hand reinpusten. Kleine Carbon. Hallo, Motherfucker. Bucky, dankeschön für 100 Bits und Shipmaster, danke für den Prime. Oh, geil. Was geht ab, Cousin? Wann ist Bock zusammen? Und Curie, was geht? Geht CRP? Na, mein Junge, das weiß ich ja. Ich hab kein Geld. Du hast kein Geld. Wer hat denn Mama den Koks bestellt? Mama, der Mama den Koks ist da. Mein Junge, das weiß ich ja. Du hast einen Freund im Meer. Du hast einen Freund. Auch wenn du eklig wilde Memo bist. Yeah. Du hast einen Freund im Meer. Ein Freund im Meer. Mit deinem Tom. Deine Welt wird wahr. Ja, dein Weg stellt dich in Gefahr. Alles, was wichtig ist, bist du erkannt, wenn die Zeit gekommen ist. Gang-App, geil. Was geht schon? Moonlight, Moonlight, Flux. Hallo. Pure Soul, dankeschön für den Prime 10, Tim. XXX, Tentation. Tentation. Thanks, Tentation. Moonlight, Moonlight. Ja, die indische Version kennst du nicht? Spotlight, Moonlight. Moonlight. Nicht das N-Wort sagen. Boah, das ist so in meinem Gehirn hängen geblieben, das Lied, ne? Die Version. Echt? Ja. Die normale nicht? Nee. Die normale ist gut. Ich weiß noch, wie wir zu Hause saßen und das Lied gehört haben. Boah, und ich weiß noch, wie ich da saß mit einem Glas Whisky und du hast mir XXXTentacion gezeigt. Und ich hab in der Weihnachtszeit. Gefühl. Draußen hat alles geschneit. Weihnachtsmann. Ich hab deinen langen Brief geschrieben. Ich hab deine Kinder lieb. Ja. Ich hab du liebst auf mich. Den hätte ich mich von dem Whisky trinken lassen. Dann hab ich alles vollgekratzt zu Hause. Was? Was? Was, Mila? Was, der Bruder? Der Weihnachtsmann. Der Lila, Bruder, Kinder. Was? Wie hieß denn nochmal der Bösewicht da? Von wem? Krantelbart. Der Weihnachtsmann. Krantelbart. Genau. Krantelbart, die pädophile Sau. Hey. Hey. Betreiben nicht. Das war der Weihnachtsmann. Hey. Hey. Was denn? Nein, die sind... Hört auf, das ist eine Kinderserie. Der sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Wo ist denn der Juli? War der Grantelbart nicht auch ein Rocker? Ja. Wo ist eigentlich die Weihnachtsshow, wo man sich beim Weihnachtsmann auf den Schoß setzt und seine Wünsche sagen darf? Das kannst du dann bei mir machen. Der Hut-Weihnachtsmann, oder? Curtis hat auch einen großen Sack. Hat eine Hut auch einen Weihnachtsmann? Wann ist denn dieser Fall-Ding? Ich hab keine Ahnung. Und wo bist du hingefallen?
kurz in den Yaris. Okay, bis gleich. Macht der wieder voll auf Alleingang, ja? Ja, der denkt schon wieder, der wäre der OG. Ich bin für eine Meuterei. Ich werde OG. Nihau. Nihau. Yakuza? Braucht jemand Pistole noch? Ja. Oh, hey, Gesamas. Ja? Ich hab. Ja, komm. Nein, nein, wir sind Triaden. Nein, nein. Oh mein Gott, shit. Oh mein. Gute. Oh, warum tritt du mich? Voll Rücken getreten, Junge. Seid ihr Chinesen? Wir sind Triaden. Ups. Ach, Triaden? Welcher Rang? Geht zur Seite, Köln, geht zur Seite. Sechster. Oh, Sünder. Aber ich rede hier nur mit Rang 10er. Darunter, die müssen alle ruhig sein. Was? Wir haben ein paar Personen. Ich schwör mal, es gibt von XXXTentacion von Moonlight so eine indische Version, Alter. Und das hört sich nicht schlecht an, irgendwie. Keine Ahnung warum. Wo ist eigentlich der Kerl kalt? Nonni. Parkhaus. In welchem Parkhaus? Hier hinter uns, glaube ich. Ich gehe mal gucken. Spotlight-o, Moonlight-o. Schwör, das ist dein Motorrad? Was packst du die Kacke jetzt? Sieht die gut aus. Warum fahre ich eigentlich nie den Cavalcade? Was suchst du? Ich suche den Cavalcade. So. Hast du einen Schlüssel? Ich suche erstmal meine Karre. Ja, guck mal, ob du den Schlüssel hast. Kennzeichen? Ich habe einen mit Escalade. Ja, der. Gib mal. Schlüssel. Leider, habe ich keinen mehr. Ja, aber ich mach doch nach. Ah, kein Problem. Ja, wo? Daumen. Boah, bester Auto. Batman City. Nee, Cavalcade ist besser, Mann. Das ist das Hoover Crips Auto, Junge. Beste Karre, Junge. Nein, Mann, weiß ist voll fresh. Fahren immer sowieso zu viele Autos auf den RP-Servern rum, die einfach nur schwarz sind. Sieht voll kacke aus. Genauso kacke sieht das aus, wenn irgendeine Gang Autos hat in der gleichen Farbe immer. Alle in Rot, alles in Blau und so. Die ganzen Videos. Was für Videos, Bruder? Und so. Aber bei Hase ist so ein Action-Movie halt immer anders, ne? Rosa. Hi. Hallo, willkommen. Wer bist du? Rosa Hanfrau. Scarlett Johansson? Hast du das hast du schon so gesagt. Bist du die von Avengers? Wen? Bist du die von Avengers? Nein. Wo ist Captain America, das Schwein? Und mit wem knutschst du hier? Wo ist mein Schlüssel? Was mit niemandem? Was zickst du so rum? Mila Klobody. Nein. Mach die Treppe. Nee, das ist meine besteste Freundin. Ja, küsst euch. Okay. Warte mal. Oh, schnell, Leo. Okay. Okay. Schnell nach Hause.
Dein Motorrad ist umgefallen. Das ist einfach umgefallen. Er hat doch gesehen, wie du dagegen getreten hast. Nein, ich hab nicht dagegen getreten. Wallah, what? Koran, ich hab von da hinten gesehen, dass du dagegen getreten hast. Nein, das ist umgefallen. Ich wollte das aufheben, helfen. Okay, help. Gilt nicht zu schwer. Sieht die Kutter aus. Mila will heute bei der Scarlett schlafen. Wir machen da Pyjama-Party. Ja, ich schlaf auch da. Okay. Da will jemand den... Bei mir. Oder wir sind die schwulen besten Freunde. Mila, ich schlaf auch bei Scarlett dann, ne? Aber no boys allowed. Aber hallo. Ich kann nach hinten klemmen. Warum könnte das alle? Ja, weil der Kleine. Geübt? Ich kann den Bauch einziehen. Wenn kalt oder? Bei dir ist und du die Heizung erst auslässt, dann ist es eben vorbei. Du darfst nicht allein bei dir schlafen. Außerdem hast du Fremdbettangst. Ja, das stimmt. Wollen wir bei mir Pyjama-Party machen? Ja, genau, lass bei uns machen. Dann muss Curtis aber woanders schlafen. Warum das denn? Ja, der schläft aufs Sofa. Nö, nee. Schlafen bei euch. Schlafen? Okay, komm, Curtis, wir machen eine eigene Pyjama-Party. Nee, also darauf... Ja, genau, er macht eine Männer-Pyjama-Party. Darauf falle ich nicht nochmal rein. War schon kuschelig bei euch? Jo. Wie viele war der kleine Löffel? Ja. Das zeigt auch wieder, dass wir beste Freunde sind. Als Mann. Alles gleich zusammen. Also es kann man umschlafen, ne? Da müssen wir aber die Fenster dicht mal Memo gucken. Ja, das sieht so anders aus. Du siehst so viel älter aus, wie eine Hexe. Hey! Das sieht wirklich scheiße aus. Wie bist jetzt Steffi, willst du Sauna bei uns schlafen? Der Crack hat das so gemacht, weil er auf rote Haare steht, ne? Ja. Ja, wir machen uns alle Masken. Ja, genau, wir ziehen uns Masken auf, sonst nix. Nein, ich meine Gesichtsmasken, Schönheitsmasken. Genau, ihr kriegt alle Gurken ins Gesicht. Hallo, hör auf, der Crazy. Aber jetzt? Du willst so rein? Also, ich muss hier Einspruch einlegen, hier, wenn es die Gurke ist, die du meinst, die ich vorhin gesehen habe. Nein. Ja, nein, ich meine... Welche Gurke meinst du denn? Ja, die Salatgurke. Er lügt. Das ist ein Bukake-Salat. Aber die muss man schneiden, ne? Ja. So, ich dachte, ganz nicht. Nein, das geht doch ohne. Ohne ist sogar besser. Nein, du musst ein Scheibchen auf Augen legen. Ja, das ist kein Problem. Die Gurke aufs Auge. Eins nach dem anderen. Ich kriege immer Zwiebelringe fürs Auge. Was, Curtis kriegt Zwiebelringe fürs Auge? Ja. Ja, okay. Ich hol Messer, dann können wir gleich schon schneiden. Ach, halt die Klappe, ich hab dolle Pussy-Move. Wo ist das? Was? Lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin durch, lass mich Arzt. Ihr geht auch durch. Mila, bei uns schläft keiner. Ja, die gemein ist zu mir. Ich bin gar nicht gemein. Und dann kriege ich mega Ärger, wenn ich am Schlüsselloch lusche. Na, das wird schon. Na. Das Schlüsselloch wird übrigens abgeklebt. Ja. Der passt trotzdem durch. Oh, da kannst du dich nicht mehr zusammen. Der kann doch durchschieben. Mit Augen-Tick-Tack. Frag dich mal, warum die Mila ihr Atem immer nach Minze riecht. Minz-Tick-Tack. War nur Tick-Tack. Stopp schon. War kein Zahn, war Tick-Tack. Ja. Du bist so anders. Ich weiß nicht. Okay, das Mila, die darf bei uns schlafen, aber du musst dich abschminken. Warum? Weil du rumrennst wie ein Idiot. Weil alles im Bett ist, wenn ich dich ins Bett bringe. Oha. Warte mal, was ist im Bett? Du wirst ins Kopfkissen und in die Matratze gedrückt, nicht die? Nein, stimmt. Doch. Nein, du musst vor ich hab deine Filme warten. Gesehen, halt die Klappe. Mila ist Alpha. One Night in Los Santos und so. Scheiße. Ich geh zu trösten. Feuerring am Junkie Park. Mila, was ist denn? Maschiniert. Ich geh mich abschminken. Mina, jeder braucht mal eine Abwechslung. Das ist alles okay. Nee, Mina, soll ich mitkommen? Ja. Ich glaube, bei der ganzen Schminke brauchst du Hilfe.
Ich brauche eh nur einen Schlüssel für den Sterling. Ich habe meinen vergessen, verlegt. Verlobt, verheiratet, verliebt, verletzt. Willst du die Scarlett knutschen? Nee, das ist meine beste Freundin. Aber ich dachte, diese eine Joko-Dings dein Freund. Das ist meine Tierfreundin. Also. Weißt du, du musst lernen, Dinge zu unterscheiden, Hörst. Was, Bruder? Ja. Was muss ich unterscheiden? Freunde sind nicht immer gleich Freunde, Freunde. Bei uns hat es aber auch mit einer Freundschaft angefangen. Ich hab dich so lange beschenkt, bis du mich gemocht hast. Du musst dich nicht abschminken, ne? Schon gut. Sicher? Ja. Ja, soll ich den Putzeimer holen? Ich schaff das schon, ich hab Tücher. Sicher? Tag. Ja. Was geht's, du? Auf Wiedersehen, Schminke. Hey. Mit so einem Brett? Nee, mit so einem Brett. Mit so einem Brett? Nee. Ich will ein Brett. Ja. Ich will ein Baumhaus bauen. Lass den Friseur seine Arbeit fertig machen, dann kannst du ein Brett haben. Ich ruf alle meine Freunde. Ja, die stehen gerade bei uns. Na, boah, dann komm ich euch überfallen gleich. Bei mir schlafen nur zwei Mädchen. Oida. Was? Oida. Wow, geile Frisur. Danke, danke. Young Jesus. Kriegst du Sandy Miele? Lass mich in Ruhe. Warum bist du sauer? Wenn wir schon mal hier sind, kannst du dann die Haare machen. Warum Haare? Ja, bist du Pippi Langstrumpf? Ach, ich weiß noch, als ich gefallen habe. Was? Ja, das war noch alt. Als du mir noch gefallen hast? Ja. Du gefällst mir immer. Ach ja, warum soll ich, muss ich jetzt alles ändern? Meine Haare, meine Persönlichkeit. Nein, musst du doch gar nicht. Meine Familie. Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Das nicht wahr? Doch, das wohl wahr. Ich will nur nicht, dass du die ganze Bettdecke voll deinen Schminken machst. Hier, halt mal. Oh, Scheiße. Was ist denn das? Weißt du, auf weg damit. Hä? Was ist das? Warum hast du was weggeschmissen? Oha, Bob. Puh, ich hab keinen Bock am Handy. Kannst du Opa Willibunk gleich anrufen? Ja. Oh, das sieht fresh aus. Oh, Indianer. Boah. Oh, geil. Halbe Salty. Du bist ein Doktor. Warum? Daumen. Ganz lutscher. Ja, warum bist du so gemein? Du bist gemein. Ich mach mir auch immer neue Haare. Für dich. Jetzt keine guten Haare für mich. Dann lass doch deinen alten. Mach ich auch. Was bist du so ein Zicke? Willst du wieder Beziehung auf Probe? Ey, das ist nicht mehr möglich. Wir sind verlobt. Willst du Verlobung auf Probe? Gibt's nicht. Gibt's wohl. Ich hab einen Empfinder. Nee, ist ausverkauft. Guck mal, was für ein Gantelmann ich bin. Lauf gefälligst durch die Tür, wenn ich die aufmach. Wem hast du umarmt? Mein Schminke. Hol nicht rum. Muss dich nicht mal schminken. Bist du kein kleines Kind mehr. Boah, dann zick halt rum, mir auch scheißegal. Hey, ich hab doch nichts gemacht. Ja, bist schon wieder so still. Fick dich. Fick dich in deine Familie. Oha, das hast du nicht gesagt. Sei nicht immer so. Fahr vernünftig. Wo fährst du hin? Ist nicht so.
Was bin ich nicht? Hör auf! Hä? Ja? Ich riech das. Du bist zickig. Ich bin überhaupt nicht zickig. Jawohl. Ich habe dir nur eine Ansage gedrückt. Und du hast gar nichts zu hören. Sir, ja, Sir. Das steht in unserem Verlobungsvertrag. Welcher Verlobungsvertrag? Den du unterschrieben hast, als du im Halbschlaf warst. Ich hab unterschrieben? Ja, ich habe die Dokumente zu Hause und einen Fingerabdruck von dir. Echt? Hm. Gar nicht, oder? Doch, du hast unterschrieben, dass du mit Zähne Minis machst. Und immer ein Glas Pfirsich-Eistee. Ein großes. Wo fährst du hin? Weiß nicht. Was hast du vor? Wo bin ich? Los Santos. Oh, guck mal. Was will... Was hier? Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Was? Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Welche Stimmung? Ja, du weißt schon. Wiki Wiki. Hä? Wiki Wiki. Hä? Ich weiß genau, was du vorhast, du Schwein. Oh, Ende Gelände. Was ist? Du bist eine Zicke. Ey, warum? Zicke, Zicke, Hühne, Kacke. Ey. Wo fährst du hin? Ja, ich fahr dich schon wieder zurück. Nein, ich will doch, wir können... Boah, reg mich nicht auf. Oh, was hier? Bo Stieler. Oh. Hier arbeitet dieser Shorty. Pass auf, hier ist Sandboden. Der Wagen kann nicht so gut fahren hier. Was? Da oben? Kann man da hochfahren? Nee. Oh. Küsst doch die Scarlett. Bist du eifersüchtig auf ein Mädchen? Pff, küsst dich halt Mama. Doch. Dann ich mach mir einen schönen Abend mit Mimmo und seiner Ziege. Dann hast du Ziegengeschmack im Mund. Na und? Du hast gar nicht Geschmack im Mund. Du kannst froh sein, dass dein Mund nicht schwanger wird. Glaubst du, das kann passieren? Ja, was meinst du, warum Leute so dick Bäckchen haben? Oh. Ich hab letztens zu Dr. Sommer geschrieben. Wo fährst du hin? Weiß ich nicht, wo sind wir? Am Hafen. Welcher Hafen? Süd. Puh. Ich fahr dich zurück. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich zurück will. Genau. Halt die Klappe. Oh. Ich will wissen, was du vorhast. Ich fahr einfach nur rum, schau mir die Gegend an. Ja, dann sag das doch. Ja, ich schau mir einfach. Hab ich doch. Wann denn? Ja, das dreimal. Und mach mir Licht an. Ich seh gar nichts. Ich seh aber. Das heißt. Aber ich will auch was sehen. Warte. Warum bist du immer so eine Zicke? Ich bin kein Zicke. Ja, doch gestern am Dover da. Gar nicht. Wohl. Ich habe gestern einen Geisel genommen. Ach so, nicht? Aber ich und weil du das gemacht hast, ist scheiße, weil du das ohne mich gemacht hast. Willst du auch? Ich dachte, wir sind Buni und Clyde. Buni? Die Bunny. Wollen wir einen Laden hochnehmen? Ah, nee, das gleiche ist Kämpfen, ne? Ja. Willst du dich pogeln? Mit dir? Nein, beim Pfeil. Nee, warum? Ich kann nicht kämpfen. Schwächling. Arschloch. Hä, warum bist du denn jetzt so? Hä, wie denn? Warum sagst du Arschloch? Hä, du sagst Schwächling. Ja, aber das ist nicht so schlimm wie Arschloch. Ey, ich sag öfter Arschloch, Dummkopf, Schwanzlutscher, Schwanz, was sag ich noch? Doofkopf auch. Das kenn ich. Sollen wir zum Pier wieder heiraten? Am Pier? Ich dachte, wenn ein Junkie Pack oder vielleicht, Highway. Heiraten. Heiraten! Na, jetzt klar, bin ich auch nicht mehr in Stimmung. Jufke ruft an. Ja, küss den doch. Schick deine Bilder von deinem Rücken. Dies ist Milas Mobilanrufbox. Wenn Sie was sagen haben, dann sprechen Sie bitte
nach der komischen Melodie. Flip, blub, blub, flip, blub. Das war die Melodie. Der ist so dumm, der ist voll drauf reingefallen. Was hat denn der gesagt? Also, hier ist der Jufke. Wenn du kannst, ruf der Präsident. Wenn du kannst, dann ruf zurück. Und dann hat er nicht gefunden, wo man auflegt. Du wolltest Opa will die Bunker anrufen. Dann, weißt du, was der gestern gemacht hat? Was denn? Der wollte Oma Jutta anrufen. Ja. Hat sich verwählt, hat mich angerufen. Ja. Und hat ins Telefon gestöhnt und hat gesagt: Oh mein Gott, ich liege gerade mit nacktem Schwanz in meinem Taxi drin und so. Und ich berühre mich. Ich glaube, ich möchte ihn nicht anrufen. Aber der hat mich gerade angerufen. Du hast gesagt, du rufst zurück. Ja, aber was, wenn der wieder Oma Jutta angerufen wollte? Der sieht doch deinen Namen auf dem Handy. Der kann aber nicht gut lesen, wenn er nicht gerade seine Lesebrille aufhat. Versuch's doch einfach. Okay, einen Moment bitte. Wir parken eben. Okay. Hallo, Mr. Pickles. Geht nicht am Telefon? Ich glaube, der ist gerade voll dabei. Der schwitzt bestimmt. Oh, ich habe eine Nachricht auf meinen Anrufbeantworter. Ich rufe mal den Jufko zurück und frag, was der wollte. Küssel nur. Oh. Würde ich mit so vielen Weibern rumcheckern, wie du mit Typen und einem Weiber rumcheckerst, dann würdest du so durchdrehen. Warte kurz, Jufko. Du bist genauso mit vielen Mädels unterwegs. Mit wem denn? Gleich fahr ich hier die Straße runter mit krachen Baum. Ach, du fährst. Aber ich fahre. Ja. Na und? Ich kann Nomo machen wie du. Hä, aber das sind alles deine Freunde? Ach, ist nicht deine Freunde. Ach so, okay. Das sag ich Johnny nachher. Aber ich denke, es ist okay, wenn ich mit deinen Freunden rede. Das ist auch deine Familie, Dummkopf. Ja, ja, genau, sag ich ja. Ja, warum ja, darf ich mich mit meiner Familie mitreden? Jeffke, was wolltest du denn? Hi. Nee. Aber was, wenn ich trotzdem Dachschaden habe? Na, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Außerdem habe ich noch genug andere Probleme. Glaub mir, ich bin ein Desaster. Ja. Was hast du vor? Ja. Ja. Oh. Waffelart. Das heißt, die kann. Fall da nicht hin! Warum? Fall dann, das ist ein Militärstützpunkt. Echt? Du brauchst, die schießen mit Panzer vor uns. Oh oh. Ja, ich würde gerne eine Sitzung machen mit ihr. Und dann dass ich verrückt bin. Glaubst du, dann kriege ich weniger Strafe weg? Glaubst du, dann kriege ich weniger Strafe, wenn wir hochgenommen werden? Wenn die so sagt, ja, das Mädchen ist nicht zurechnungsfähig, weil ich kann echt nicht rechnen. Okay. Ja, Testament. Wo drauf steht, dass ich verrückt bin. Ja, okay. Ja, gut. Ja. Ja, ich ruf dann auch einfach bei der an. Ja. Hure. Ja, ist so. Was ist das denn für ein Mädchen, die nicht macht für ihr Geld? Hä? Auf ihren Nacken. Hallo?
meine Fahrt. Aber für umsonst. Ich fühle mich gerade wie das dritte Rad am Wagen. Ich muss auflegen, ja? Okay. Hau rein, Alter. Du hast jetzt weißt mit Jeff Kell länger geredet als mit mir, seitdem wir uns kennen. Du bist das nicht. Hure! Du bist das schönste Digi-Rad auf der Welt. Du bist das hübscheste Digi-Lidu. Digi-Du? Digi-Digi-Du? Ich hasse dich. Warum? Weil du mich immer wütend machst. Ich mach dich nicht wütend. Doch, gestern nur wieder. Weißt du, du musst immer gucken. Du musst immer ich gucken. Ich muss gar nichts. Wie süß ich bin. Aber guck mal, wie süß ich bin. Aber guck mal, wie süß ich bin. Aber guck, ich mach Anime-Pose. Ja, guck mich doch jetzt guck mal, an. Wie süß ich bin. Guck mal, ich mach Anime-Herzchen mit Daumen und Zeigefinger. Guck mit Duckface. Guck mal, wie süß, guck, wie süß ich bin. Aber guck mal, wie aber süß ich bin. Aber ich bin ein Süßerer. Und wenn ich so mache, bin ich nicht so süß. Und wenn ich so mache, bin ich auch so süß. Aber guck mal, wenn ich nein, so nein, ich bin ein Süßerer. Bäh. Nein, aber bäh. Ich bin noch süßer. Aber ich bin so süß, ich bin wie Baklava. Ich bin so süß wie was Süßes. Ich bin so süß, von mir kriegt man Tipetes. Ich bin so süß, von mir bekommt man den Zuckertod. Das habe ich schon gesagt. Nee. Aber guck, wenn ich so mache, wie süß ich bin, guck. Aber guck mal, wie süß ich bin, wenn ich so mache, guck. Aber guck, wie süß ich bin, wenn ich aber so mache. Aber guck mal, wenn ich so... Oh. Lass lieber das Lenkrad los, um zu zeigen, okay, wie süß du bist. Aber guck mal, wie süß ich bin. Aber ich bin auch süß. Ja, aber guck mal hier. Nein, na, guck an, doch. Bitte. Nein, warte. Jetzt so stimmt. Guck, wie süß ein Pips ist, guck. Oh, der hat sogar kleine Krawatte, guck. Guck, wie süß der ist. Guck. Du bist so doof. Ich hab sogar die Haare zur Seite gekämmt. Guck, wie süß der ist. Lach nicht. Aber guck mal, wie süß ich bin. Nein, guck den Pips an. Guck. Nein. Kleine Krawatte, Haare gekämmt. Möchtest du dem Pips einen Kuss geben? Nein. Komm. Ah, ich hab gewonnen. Aber nein, guck mal, wie süß ich bin. Nix ist süßer als Pips. Doch ich. Bin schon echt süß. Also wenn man eigentlich genau drüber nachdenkt und guck mal, da bin ich und da ist zum Beispiel Lulipop. Und ich bin nein, schon das zählt nicht. Lulipop ist unfair. Warum? Weil der echt lecker schmeckt. Ja, aber und ich... Und süß aussieht. Oh, was war da? Wo? Aber ich schmeck auch gut. Du schmeckst nach Pibi. Nimm mal meinen Finger am Mund. Okay. Und jetzt ja, sag, schmeckt ich schmeck nicht so gut, gut, oder? Hä, warum nicht? Weil nicht so gut schmeckt. Ach ja, ich hab mir vorhin nicht so gut die Hände gewaschen. Was denn? Was ist los? Ich habe das ausgespuckt. Warum? Weil das scheiße schmeckt. Nein, hier, nimm ihn wieder in den Mund. Nein. Da. Das nimmt jetzt kalt aus, Maß. Nein, ich möchte nicht. Hör auf, Mild. Das gilt so nicht. Mach das nie wieder. Letztens, als wir auf dem Berg waren und gekuschelt haben, bei so einem Untergang, da mochtest du das. Ich hab gar nicht damit. Wir waren gar nicht auf dem Berg. Du Lügner. Waren wir ja wohl. Du bist ein dreckiger Lügner und kein Wahrheit. Das ist gar nicht wahr. Doch, wir waren nicht auf dem Berg. Du warst bestimmt mit einem deiner anderen Freunde im Berg. Mit deinen Hobbitzen oder so. Hure. Gar kein Hobbitzen. Ich war nicht mit dir auf dem Mondschillert. Warst du wohl? War ich nicht. Doch vorletzten Dienstag. Was hatte ich denn an? Du hattest so eine komische Western an. Nein, ich war nicht. Doch wohl. Nur das war bestimmt einer von dem mit dem Fremdgehst. Nein, du weißt das. Ich geh nicht fremd. Gehst du wohl? Ich hab fremd Leute Angst. Hab ich gesehen letztes Mal. Hey, ja wirklich. Bei der Frau, die den Bauchnabel gebumst hat. Ich wollte das nicht. Aha, und jetzt leckst du schon mit Skale drum, ne? Ich hab
gar nicht, das war nicht lecken. Ich hab ja meinen Mund zugehabt. Ja, aber die hat den aufgehabt. Aber meiner war dicht. Aber ihre war auf. Aber meiner war zu. Aber ihre war auf. Aber meiner war zu. Das ist aber eklig. Warum? Bah. Frauen mit rosa Haaren, die haben beim Sex die Zunge draußen und schielen. Woher weißt du das? Hab gesehen in Werbung. Und in die verkaufen Werbung. Ihr Badewasser. Komisch, ich hab das nicht gesehen in Werbung. Du guckst auch keine meiner Sendung nicht. Jawohl. Nur welchen Channel guck ich immer? Deinen zweiten, fünften. Nur stimmt nicht. Jawohl. Nur ich guck Los Angeles Comic Con Channel. Ist es nicht 52? Nee. Oh, was denn 52? Schloss immer an, wenn ich morgens. Das ist der Hardcore-Fußfetisch-Furz-Channel. Warum guckst du das? Du guckst das immer. Na klar. Das wollte sich gegenseitig auf den Fuß pupsen und Aki sagen. Aki? Du guckst das immer. Klar. Deshalb bleibst du doch immer noch im Wohnzimmer, wenn ich schlafen gehe schon. Ich höre das immer. Nee. Doch. Du darfst nicht mit meiner Barbie spielen, auch nicht mit meinen. Ich kauf dir keine. Oh, Opa Willy ruft an, ich trau mich nicht anzugehen. Was ist denn, wo fährst du hin? Was ist das? Ich glaube Universität. Humane. Labs und Research. Ja. Geh dran mal, Opa Willy. Oh, ach so, ja, klar. Hallo? Hallo? Ich glaube, der hat aufgelegt. Ich ruf zurück, ja? Ist besetzt. Oh. Wer ist ich bin da? So bohren. Wer? Welche Zahnriemen? Kein Zahnriemen. Ach so. Ja, alles super, ne? Alles klar. Ja, tschö. Humane. Bist du okay? Ich ruf Julian. Ja. Ja. Wann ist Boxkampf? Jetzt. Wo? Wo bist du? Dann nehme ich dich mit. Bei Humane. Plätze habe ich noch. Was? Humane Labs. Was machst du denn da hinten, Alter? Müllabfernamt, warum? Boah, ja, komm schnell. Wie lange brauchst du? Du hast dich so erschrocken, ne? Warum? Wie lange brauchst du, um im Park zu kommen? 5 Minuten nicht mal. Ja, dann begibt euch mal bitte hin. Okay, bis gleich. Jo. Wir müssen zum Park der Boxkampf hängen. Bei uns? Nein, wir fahren da gemeinsam hin. So, ja. Dup, dubi, dup, dup. Dup, dubi, dup, dup. Ein von euch. Ein von euch. Ich glaube, es ist keine gute, die wir heiraten. Warum? Weil du machst mich sauer immer. Oh, wollen wir lieber beenden? Du hast noch nie was Schönes für mich getan. Und ich soll dir Barbie kaufen. Hey, ich wollte dir dein Schwert holen. Mein Lutschfinger ist saures Lichtschwert? Ja. Mit apfelsaurem Geschmack? Ja. Bist du sicher, dass du kaufen wolltest? Ja, hä? Hast du dir doch gewünscht. Ja, aber bei dir weiß man nicht, ob du es wirklich kaufst. Ja, warum? Weil du hast mir nie was gekauft. Na und, ich hätte getan, aber gut, wenn du das alles, wenn du beenden möchtest... Du willst das beenden. Gar nicht wahr. Sonst würdest du nicht immer solche Sachen tun. Oder ich mach das auch, was du machst. Was mach ich? Ich küsse einfach Ohren, du. Und geh mit irgendwelchen Scheiers auf den Berg. Ey, ich geh mit keinem Mädchen auf, Jungs auf den Berg. Aber wir waren nicht auf dem Mondschild. Waren wir... Wollte ich doch nur ärgern. Ich kann dich auch mal ärgern. Dann suche ich mir einen aus dem Gefängnis.
Eine knallharte Braut. Das sind meine Mädels da drin. Die sagen mir alles. Dann mach ich mir eine Freundin von dir klar. Okay. Ach, wenn findest du okay, ist, findest du? Möchtest? Ja, du willst das doch. Nee, will ich gar nicht. Dann beweis. Wie beweist man sowas? Ich möchte nicht, dass du das machst, okay? Dann darfst du nicht mehr. Ich hab nichts gemacht. Doch, du hast sie geknutscht. Du hast gesagt, mach das. Und wenn ich sag, spring von Brücke? Dann spring ich von Brücke. Okay. Hand drauf? Hand da. Hand. Warte. Okay. Jetzt verreibe das in meine Hand? Ja. Okay. Okay. Versprochen ist versprochen, wiederholen ist gestohlen. Und wird auch nicht gebrochen. Wird nicht. Das ist ein unverzeihlicher Schwurzauber. Ja. Wie von Malfoys Mama und den Zauber Snape vom Kiez. Richtig. Mein Opa hat immer gesagt, dein Opa Mila, wenn dich ein Mann glücklich macht, dann musst du immer gut hören und immer gut sein zu denen. Ich mach das. Ich bin ein Wann gutes denn? Mädchen. Wann hast du mir 10 Minis gemacht? Ich hab dir schon 10 Minis gemacht. Und Fruit Loops? Fruit Loops auch. Wann denn? Na, die Tage hatte ich dir ein Schüssel. Ich hab Müsli, ich hab Fruit Loops reingetan, Milch, dann hab ich, weil du nicht wach wurdest, hab ich das im Kühlschrank gestellt. Dann ist mir aufgefallen, dass das alles weich ist. Dann hab ich gewartet, bis du wach wirst. Dann hab ich eine neue Schüssel gemacht, die alte weggekippt und dann hast du gegessen sogar. Das waren keine Fruit Loops. Das waren wohl Fruit Loops. Nein, das waren keine Fruit Loops. Das waren Fruit Loops, wirklich. Und du hast mir noch nie eine heiße Schokolade gemacht mit Sahne. Jawohl, und mit Zimt. Ich mag aber kein Zimt, ich bin allergisch gegen Zimt. Echt? Das hast du mir nicht gesagt. Davon wären meine Ohren dick. Das hast du mir gar nicht gesagt, das musst du schon sagen. Du hast meine Krankenakte bekommen. Gar nicht. Oh. Wir haben einen Linienbus. Ja, ich weiß nicht, was willst denn du jetzt? Was willst du? Ja, willst du das jetzt aufnehmen? Nein, fahr und park, wir müssen zum Kampf. Aber wir sind doch hier. Wir parken vor unserem Haus. Ach, okay. Da Juni wartet schon. Guben. Na, Bierchen, wie ist es? Oh, warte. Bierchen. Taris. Hallo? Ja, ich bin der Riem, der Zahnriem. Nein, du bist Bierchen. Nein. Doch, ich nenne dich Bierchen. Ich trinke. Dann nenn mich lieber Riemchen. Nein, nicht Riemchen. Du hast kein Clio. So. Das verstehe ich nicht. Du bist Bierchen. Was glaube ich mir? Bierschuss. Und Eisen, danke für den Reset, ja, nein, 42. So und Henrix, danke für den Prime 3. Three Face Man, danke für den Prime 5. Jesus, Fister. Vierbeiner. Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Pure Soul, dankeschön für den Prime 10. Wo ist denn der Quatsch? Ist jetzt gleich. Haben wir eine Geisel? Ja. Wo ist das hier? Ja, jetzt gleich. Merkst du das? Nö, aber da standen Autos. Da bist du irre, wie fährst du? Ja, du hast angerufen. Ja, du hast Curtis angerufen. Was ist denn hier los? Vorbei. Warum? Also, Kevin hat gewonnen, vorbei. Ich verstehe gar nichts. Wer hat gewonnen? Weiß es nicht. Ja. Ja. Hey, Curtis. Ist schon vorbei. Wie, der was? Kampf.
Nein, ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo das ist. Ja, die rennen hier gerade alle weg und schreien es vorbei. Hä? Achso, wer hat gewonnen? Wir. Digga, was ist mit dem Kiez los, Junge? Ich sammle extra eine Geister an, die sagen mir nicht mal Bescheid, dass es losgeht. Okay, hä? Gut. Ist schon vorbei? Ja, wartet zu spät. Ja gut, ich muss wieder auflegen, ich hab Schuhe an. Hä? Ja, ich hab Kopfschmerzen. Was ist das denn? Juni hat Kopfschmerzen. Oh oh. Wo ist denn das gerade? Sind die gerade seit bis irgendwo Papier? Unter so einer Brücke, in so einer Wand, ist ein Loch drin. Ja, aber Digga, warum haben wir es nicht angerufen? Ja, ich check das auch nicht gerade. Nein, dein Vierte. Wer waren jetzt gerade alles da? Keine Ahnung, unsere Jungs und ganz viele andere. Look, 50 Mal. Ja, Digga, ich glaube, ich gehe das mal Kiezbrettern, Digga. Weißt du, was hole ich mir hier einen Zivilisten ran, Digga? Und ich rufe ihn auch an. Ich so, ja, sag mir, wo das ist. Ja, du wirst das schon erfahren dann. Also ist jetzt doch kein Kämpfen. Ich verstehe das gerade auch nicht. Ich rufe mal Frank an, Bro. Ja, mach mal Palaver. Hä? Warum, wie können wir zu spät kommen, wenn keiner sagt, dass es anfängt? Mila. Was? Wie können wir zu spät kommen, wenn uns keiner sagt, dass es anfängt? Keine Ahnung, als flach. Pfeife. Also, ja. Er ging mit Durchfall auf dem Pott. Schwanzlutscher. Scheiß Kieselsteine. Ja, nix kriegen die auf die Reihe. Immer Geiselnahme nur. Ja. Fahren Sie bitte weiter, hier bleibt nichts zu sehen. Genau, pisst euch. Toll. Entschuldigung. Wir können ja jemand anders. Aber die haben doch noch gekämpft da unten. Ich hab genau gesehen mit meinem Auge. Soll ich gucken gehen? Mhm. Läufst du jetzt nicht über dein Autobändchen? Du läufst nicht über einen Highway. Da bist du totgefahren. Ich hab kein Geld für eine Beerdigung. Mama hat früher gesagt, ich darf hier spielen gehen. Ich bekomm nur Geld von euch, ne? Du bekommst gar nichts. Ja, sicher. Warum? Von den Shopraub-Räuber, die wir da gemacht haben, da. Ich weiß von keinem Geld. Ich weiß von keinem Shopraub. Was für ein Shopraub? Ich bin ein gutes Mädchen, ich mach sowas nicht. Genau, ich auch. Ja. Aber sie ist schon bewusst, ne? Weiß, wo er wohnt. Sieh die Kutte aus. Ich geb dir gleich die Kutte aus, du. Sieh die Kutte aus. Könnte ich hab erstmal dein Frauchen in die Hose gestutzt, die ist immer drauf getreten. Hast dafür du gar ich, nicht. Dafür habe ich auch noch kein Danke gehört. Ich hab Danke gesagt. Nee, aber der ist Fischer von dem Mann. Scheißrocker. Juni? Gott, das. Wie kann das schon vorbei sein, wenn keiner Bescheid sagt, dass es anfängt? Ja, das wurde schon vor einer halben Stunde Bescheid gesagt. Oder ja, so. Aber keiner hat mich angerufen und Bescheid gesagt. Ja. Hast du gesehen? Ich bin selber jetzt gerade. Der Reese ist richtig sauer auf die Kids, ne? Warum? Weil die jetzt Leute entführt haben extra für und das schon vorbei. Der hat gesagt, der geht den Kids brettern. Aber ich hab noch was vor mit dir, Curtis. Was denn? Ja, ich hab eine kleine Umbauungsmaßnahme getroffen. Im Park? Nee, nee. Das zeige ich dir jetzt. Wir müssen mal kurz wohin fahren, ja? Okay, Mila. Darf ich den nicht sehen? Du passt auf doch, Mila. Sie können ruhig mit. Die Mila kann mit Mila? Die kann auch mit. Ja, warum parken wir? Weil wir ein anderes Auto nehmen. Boah, also, ihr habt richtig was verpasst, ne? Halt die Klappe! So krank war das, ohne Das Witz. Ist eh nicht vorbei. Doch, das war vorbei. Warum sagen die Schwanzlutscher nicht Bescheid, dass anfängt? Hab ich doch. Mir nicht. Ich rede von den Kieselsteinen. Ach so, ja, das wussten wir ja selber nicht. Und außerdem wollten die sich melden. Die sind richtig sauer für die. Die wollen die Bretter angehen. Die Kieselsteine? Ja. Geil. Weil die Yardis extra Geiseln geholt haben und dann sagen die nicht Bescheid, wann anfängt. Perfekt. Bis gleich. Die sorgen jetzt selber für Entertainment. Also, was hast du vor? Lass dich überraschen. Umbaumaßnahmen? Ja, aber an diesem Fahrzeug habe ich das getätigt. Aber mit dem fahren wir gerade. Ja. Wenn Berlin genau zeigen, was?
glaub, ich schnall mich mal lieber an. Nicht, dass mein Parfüm hier wegfliegt, ne? Ne. Fährst du hin? Zum Hafen. Ah, ich verstehe. Ich nicht. Nein? Nö. Kennst du James Bond? Ja. Er hat auch sowas, habe ich gehört. Was hat ja, denn? es gibt leider. Kennst du so. Du kennst doch so Nos, ne? Einspritzungen. Ja. Und meistens hast du dann so ein paar Gaspullen über, wo noch so ein bisschen von drin ist, richtig? Ja. Damit kann man eventuell was rausschleudern, richtig? Was rausschleudern? Ich schneide mich an. Schneid ja, Mila. Ich bin angeschnallt. Soll ich das einmal demonstrieren oder was? Nee, der Curtis macht das jetzt. Nö, ich mach gar nichts, was denn? Oh gut, dann macht der Therese das. Therese? Ja. Ich zähl bis drei. Alle warte, Klärchen. Warte. Was mache ich dir? 1, 2, 3. Boah! Was zum. Oh mein Gott! Was? Was? Was zum Teufel? Du hast den irgendwo. Der ist tot! Katapultiert. Der ist doch extra im Wasser geflogen, Mann! Ich will auch! dann geht dein Kopf auf! Wie geht das? Auf 3 sage ich. Tut das weh? Nein, auf 3 sage ich. Auf 3 sage ich los und dann springst du auf den Koffer rum, okay? Okay. Aber 1, das tut nicht weh. 2, 3. Buh! Junge! Wie dumm ist das denn, Alter? Oh nein! Was zum Teufel? Ich will noch mal! Ich will noch mal! Das Wasser ist gar nicht kalt! Hat sich das wehgetan? Nee. Sicher? Ja. Oder? Ich will auch nochmal, ich will ganz weit hinaus. Also ich habe keinen Schmerzen gehabt. Du, Mila? Trotzdem die Mutter zu vorsichtig mit der Tablette nehmen. Na besser, ich mach das noch nicht mehr. Das war schon echt hoch, ne? Ja, ich mach das noch nicht mehr. Ich hab meine Taucherbrille auf. Aber Tauri ist nochmal. Okay. Ja. 1, 2, 3. Das Wasser ist gar nicht kalt. Können wir das auch im Park machen? Ja, das tut ein bisschen weh, wenn du auf den Boden aufkommst, ne? Ach, stimmt. Aber wir haben einen Katapult, wir könnten uns so in die Project reinschießen. Auf dem Dach. Also wenn du irgendwo auf dem Dach willst, dann sag mir Bescheid, ne? Ich wollte schon immer mal auf Deep Maze Park. Ich hab letztes Mal schon gedacht, ne? Mm. Stell mal vor, wir haben Stress mit den Rockern, ne? Das und wir gehen auf den Casino Park und schießen uns alle rüber, Alter. Tavis, mach das nochmal. Nochmal. Ja. Ich bin auch auf dem Bauch gelandet. Hat weh getan? Nein, nicht wirklich, aber trotzdem, das wird immer rot. Mich. 1, 2, 3. Mach dich weg. Rein kann. Boah, ist das geil. Hast du so eine Nusspulle da dran gemacht? Ja. Und deshalb schleudert das einen so weg? Ja. Hogwarts. Das müssen wir dem Frank mal zeigen. Soll ich den herrufen? Ja, ruf den her. Ah, ne, das ist bestimmt Dings bei dem Boxkampf. Egal, ruf den her. Ich mach mal das Auto aus. Das ist verrückt. Das ist voll verrückt. Hallo. Frank, du musst sofort herkommen, das ist sehr wichtig. Wohin? Wo wir uns letztes Mal getroffen haben mit dem Fischefisch. Das Warum? Ist richtig, richtig wichtig. Wir Wie müssen dir wichtig? Was zeigen. Super wichtig. Okay, ich bin um
20 vor da. Steif. Was 20 vor? In 14 Minuten. Viertelstunde warten jetzt. Ach Bruder, was soll ich denn machen? Meinst du, ich stehe überall und warte nur darauf, dass Curtis mich anruft und losrennt? Aber das ist ultra wichtig. Ja, das freut mich, das kann ich aber nicht schneller einrichten, Rudi. Okay. Wir haben gerade, wir machen, was? Dann gehen wir das, dann zeigen wir dir das nachher nochmal. Ja, um 20 vor, oder nicht? Ja, dann sag Bescheid, wenn du kommst. Ich ruf dich an gleich, Bruder, genau so, perfekt. Ja. Scheiß Frank. Der kommt erst in 15 Minuten. Wenn jemand winkelt, muss bitte auf meine Weste drauf. Die muss wieder weich werden. Ich habe irgendwie Bock nochmal. Aber ich habe Angst, dass es mir wehtut. Ich habe mir nicht wehgetan. Kann man noch zu zweit springen? Ja. Mila, so. Warte. Bist du sicher? Ja. Mila, sollen wir Hand halten? Ja. Okay. Bereit? Ja. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Boah, ist das geil! Geht's dir gut? Junge, wer das rausgefunden hat, ne Alter, was für ein Genie. Leck mich am Arsch, Junge, ist das dumm. Und das ist auch irgendwie noch vertretbar, weil man fliegt ja ins Wasser so. Ich, Johnny, ja. Ich glaube, wir machen eine Kirmes auf. Wir müssen das am Pier verkaufen. Wir nennen das Scooter-Tag. Mit Anlauf. Oh, mit Anlauf. Anlauf, mit Anlauf. Mit Anlauf, mit Anlauf. Nochmal. Nochmal. Ich war nicht bereit. Der kommt. In den Kutau. Ich hab da, ich kenne das, sehe das jetzt zum ersten Mal, Cyclone. Keine Ahnung, wie lange das schon gibt. Let's go! Das hat Spaß gemacht. Zum Glück ist das Wasser nicht so kalt. Aber hier sind Haie, ne? Ja. Also wenn wir mal irgendwann jemanden nicht leiden können. Ich hab da so eine Idee. Ja. Hat was jemand was zu trinken, Mai? Ich glaube, ich habe im Flug alles verloren. Boss, was? Danke. Bitte. Gucken Sie mal, ob Sie über mich rüberfliegen können. Nein. Nein, hoch. Ich fange sie auf. Wenn jemand gegen dich knallt, bist du tot. Was da hinten, das leuchtende Boot? Das ist wie Stahl. Das ist die Titanic. Das ist ein Schiff. Vielleicht da kann man aber nicht rüberschwimmen. Vielleicht ist das das Zweitschiff von Papa. Meinst du? Vielleicht. Ach, dann verteilst du hier Kapitän zu sehen oder was, ne? Also wenn wir jemanden umlegen wollen, dann habe ich auf jeden Fall so eine Idee. Ja, willst du dem Katapult reinlegen, oder? Dann fahre ich auf den Berg und schieße da runter. Warte mal, ein Chili hat oder was? Wir müssen den den Reese rufen. Soll ich den anrufen? Ja. Aber eigentlich ist das nicht so cool, wenn man das jedem zeigt, so weißt du? Danke dir nicht im Telefon. Ja, das stimmt auch. Ich sehe die Leute schon am Stempelnerpark rum. Ja. Weil ich bin andererseits vom Pennerpark. Ja, warte, ich komm. Ja, warte, ich komm. Hast du dem Bademeister schon gezeigt? Ja. All unseren Jungs. Einer von mir hat kommt zum Schluss. Ja, das ist ja eine extra Vergnügung. Deswegen das bin ich Beste ja, kommt zum Schluss. Eben. Geht das so mit verschränkten Armen? Kommt, Taris. Taris, mit verschränkten Armen. Bin ich ein Kanonenpilot oder was? Ja, du bist der Dümmste. Wenn du stirbst, ist nicht schlimm. Komm, Riemen. Ja, ich muss. Dann Riemen. Ja, gut.
will erstmal meine Arme mal wieder verschränken. Ja. Pass auf, der hebt jetzt richtig ab. 1, 2, 3. Ich kann das steuern, ob der höher oder lieber ein bisschen tiefer fliegt. Ja, ja. Stellst du den Druck da ein? Ja. Pass auf, Mila, komm, du fliegst jetzt mal tief. Nein, Mila, nicht. Komm. Wenn du die verletzt, ne? 1, 2, 3. Guck tief. Aber irgendwann ist die Nussflasche leer. Ja, ja, irgendwann ist auch Ende, ne? Es ist so bescheuert. Ja, ich weiß, aber das ist so gut, deswegen, weil er so bescheuert ist. Wer kommt auf so eine Idee, da so eine Nusspulle reinzubauen? Ich? Müsbuster. Weißt du, wie der Hoodman entstanden ist? Genau so, Junge. Guck ich dir mal in der Not, ja, gelernt, genau so. Nur mit verschränkten Armen zu schwimmen. Taris, hier sind Haie drin, ne? Oh, jetzt mal schnell. Der Hoodman, der erzählt immer nur Scheiße. Ich bin der Schwimm. Der macht das mit der Kofferraum. Mit der Nuss. Der kann gar nicht richtig fliegen. Ich sehe schon die Koppers. Ich sehe schon mit Fallschirm. Alarm, Alarm, Alarm. Boah, wir brauchen einen Fallschirm. Ich sag dich, ich bring dich auf jedes Dach. Nein, das so ins Meer, ins Wasser rein ist okay. Ja, aber nicht in eine Stadt. Nee, da tut dich weh. Da bist du tot. Ja. Wie hoch kann man fliegen? Sehr hoch. Wow. Ich kann dich auch ein anderes Auto holen, da ist der Kofferraum, der geht straight nach oben. Und dann fliegst du richtig hoch. Wow. Jetzt wissen wir zumindest, wie wir in meiner State Prison reinkommen. Oder wie du rauskommst. Das kann. Stell dir mal vor, du bist so ein Marshall und arbeitest im State Prison und schiebst gerade Wache auf dem Dach. Und dann kommen da so 6 Autos angefahren, die stehen alle nebeneinander. Und dann kommen da so Leute angeflogen. Wacken Sie mal plötzlich mit der Kanonenkugel. Hoodman. Wir brauchen einen Fallschirm. Jeder Geiselname schnell raus. Ja, wenn du ins Wasser springst, ne? Ja. Aber du musst das Auto erstmal so modifizieren mit der Nusspulle. Ich mach dich das fertig. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Geht übrigens auch mit Motorhaube. Motorhaube? Ja. Alles ist möglich. Hinterlader wie der Shotgun oder was? Meinst du, kann man da hinschwimmen? Also ich kann euch auf jeden Fall ein Stückchen dahin bringen. Dann habt ihr nicht mehr so weit. Zurück müsst ihr aber. Nein, das ist doch bestimmt so ein Army-Boot, ne? Die knallen nicht ab, wenn du drauf gehst. Mila wird gerade auf dem Armeestützpunkt fahren. Ich das nicht stillgelegt, ich oder was? Ich wusste ja nicht, dass das so was. Daraus können wir eine Attraktion machen. Die Leute müssen zahlen dafür. Menschliche Kanonenkugel. Ja. Ich schmeiß mal wieder den Fisch ins Wasser. Schwimm, kleiner Fisch, du bist frei. Stimmt. Hat jemand Tablette bei? Was, Tablette? Ja. Ich hab meine alle genommen. Ich hab eine noch. Danke, ich gleich Apotheke. Also, die haben. Der ist reingeplumpst. Ja. Danke. Boah, mir wird wieder schwarz vor Auge.
Wann kommt der? Wer? Der alte Frank. Ach so. Ich weiß nicht. Und wirkt die Tablette? Ich kann die nicht runterschlucken. Zu groß? Nee. Nichts zu trinken. Was zu haben? Ich glaube, ich habe mir dumm wehgetan. An Schulter. Wie soll ich das im Krankenhaus erklären? Ich nehme sie ins Krankenhaus, weil ich einen Tipp wisse. Sag doch einfach, du bist vom Turm gesprungen ins Wasser. Ich bin mit einem modifizierten Kofferraum ins Wasser geschleudert worden. Könntest, ich habe einen Tipp für dich. Was denn? Wenn du ins Krankenhaus gehst, ja, geh nicht an wie ich, da kriegst du kostenlose Behandlung. Schuf die Jazz an. Hat jemand die Jazz überhaupt schon mal wieder gesehen? Ja. Die macht bald Psycho. Geht keinen dran. Haben wir nur einen Doktor? Ja, fort. Kannst du den anrufen? Ja. Oh, Miller, dein Mama läuft wieder rückwärts. Was? Hörst du? Hey, fuck you. Der hat dein Handy aus. Mila, bist du gerade mit dem Gesicht aufgekommen oder was im Wasser? Na, ich hab so einen Körper gemacht, an der Schulter tut weh. Hä? Normale Menschen. Nö, ich fahr gleich krank aus, schnell. Ja, ich muss auch. Hast du wohl wehgetan? Ja. Wie soll mir das nur klären? Ich sag, ich bin von 10er gesprungen, hab Bauchkatscher gemacht. Aua, aua. Ne, Rücken, aua. Ich würde sagen, ihr seid da oben runtergesprungen. Im Wasser. Ach, du verrückt, da würde ich niemals runterspringen. Du bist gerade höher geflogen, Alter. Bin ich gar nicht. Doch. Nee, gar nicht. Nur 2 Meter hoch oder so. Ach so. Ja, klar. Das war doch nicht so hoch wie der Kran. Doch? Nö. Okay, dann nicht. Seid ihr müde? Boah, der soll jetzt mal kommen. Mir geht das auch nicht mehr so gut. Du hast ein Schleudertrauma. Ja. Dann komm mal im Krankenhaus. Ich hab ein bisschen viel Wasser geschluckt. Ich rufe den jetzt nochmal. Ja. Wen? Interessant, ich bin genau jetzt ready. Ja, wann kommst du? Ich fahr jetzt los von der Apotheke, aber die Polizei will raus. Und bei dem Metro, wo wir letztes Mal waren. Ja, bis gleich. Okay. Was willst du, Bierchen? Ich weiß es nicht. Ich sehe mir zu helfen, glaube ich. Ich weiß das nicht, aber ich vermute, wenn Johnny sagt, du tust dir da weh, wenn du reinfliegst. Ist halt ein bisschen schwierig, ohne Map herauszufinden, ob man verletzt ist oder nicht. Ich hab vermute ich dafür. Und die Tablette hat gerade nicht gewirkt, dass er die Anzeige bekommt. Ich vermisse mein Moped. Nee, es gibt keine Lebensanzeige, Nana. Ja, ich schubse dich ins Wasser. Geh jetzt mal. Dann schubse ich dich auch ins Wasser. Nein! Bist du patschnass? Ja. Der hat geschubst. Doch, im Auto siehst du das dann, aber ich steig jetzt nicht ins Auto ein. Um mal herauszufinden, ob ich verletzt bin. Er gibt ja mit Pegel keinen Sinn. Ich komm ohne Arme die Leiter rauf. Ja, mit deinem Zähne. Der Frank kommt jetzt, ne? Ja. Ist wir den da unten rein? Ja. Die Musik kriegst du raus, du musst in GTA Online gehen und dann in den Einstellungen die Musik ausmachen. Und nochmal im Singleplayer. Dann funktioniert der Auto-Rage. Ich hab deinen Opa gerettet. Was hast du? Dein Opa gerettet. Was für ein Opa? Willy Wönki. Was hat er gemacht? Ja, und seine komischen Freunde, die haben Probleme gemacht bei der 44s. Warum? Ja, da ist sogar hinter eine Schießerei geendet und so. Der alte Knacker oder was? Ja, und dann Opa, bin ich mit die Wohnung halt im Ghetto Ärger gemacht. Nee, das war irgendwie bei Lonely Gentleman.
Und dann habe ich den Opa eingepackt, bin zu dem 44 da hingefahren, ne? Mhm. Hab gesagt, den packt er nicht an, habt ihr mich verstanden? Haben gesagt, okay. Aber die Freunde suchen die jetzt natürlich, ne? Die Freunde von der Opa Willy Wonka kriegen einen am Sack. Haben einen Pech gehabt. Ja, mich ist das egal. Nur nicht der Opa Willy Wonka. Wie sollen wir dem Fang das gleich erklären? Der soll sich in 3 Sekunden an einem Kofferraum festhalten. Also da draufspringen. Draufspringen, so ja. Sich hochziehen. Der traut sich eh nicht. Hat der nicht eine kaputte Hüfte, der Kerl? Na und? Ach, der kommt denn nie wieder raus? Der hat doch bestimmt jemand anderen. Irgendeine Laufburschen. Nein, der soll das machen. Oder Janakal. Sollen wir dann Tontaumschießen spielen oder was? Mit Laserpointern im Auge. Hast du ihm gesagt, wo wir sind? Ja. Hast du ihn gefragt, was er gestern sollte? Nee. Können wir gleich fragen, warum ich da war. Surio, danke für du bist am 15. und das Galaxe Eisen hatten wir, glaube ich, schon, ne? Alle anderen hatten wir. Dankeschön. Hallo, Motherfucker. Also, was sagen wir gleich, Mela? Wir sind vom Turm ins Wasser gesprungen. Ja. Ich wollte euch aufhalten und ich bin mit runtergefallen. Kinsey, danke für den Prime im 19. Buddy. Aber wie lange brauchen die? Weiß nicht. Alter Mann, das ist kein Güterzug, ne? Hoffentlich steht er nie wieder auf. Caruso, danke für den Wister im 3. und Fischi Gerf. Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen, Bruder. So. Das klingt lecker. Was ist da? Dup, dubbel, dub, dub. Eine von euch. Und teilen, ne? Hm? Ja, der wird dir die Chips erledigen, der muss auch teilen. Genau, Timer, die Chips. Ich will auch Chips. Du brauchst nicht, bist schon Chips-Tüte genug. Aber du bist mein Chips-Tüte. Ja, kannst du mal ein paar Kippen rauchen. Nein, keine Kippen rauchen. Ich verstehe das nicht mit den Chips. Der meint, dass du eine süße Stimme hast. Danke, glaub. Was hast du gesagt? Danke, was? Danke, glaub. Du musst immer hören, wenn die Erdnussbutter gegessen hat. Du hast die so. Ich hab noch nie Erdnussbutter. Wo sind meine Fische? Ich hab noch nie Erdnussbutter gegessen. Du kannst heute Abend Erdnussbutter essen. Als du gestern zu mir gesagt hast, zieh die Kutte welche? Aus, hast du wieder Erdnussbutter gegessen, oder was? Die Kutte aus, du Wichser. Sag Pyro. Wichser. Boah, die brauchen 500 Jahre, ne? Die fahren Autos, die fahren 400 km. Hoffentlich bekommen wir den Herzinfarkt. Ich rufe nochmal den Büchse an. Warum rufst du denn Lust an? Weil ich mich mit der Tochter noch treffen wollte, dann mal die Nummer wieder geben. Mach das nicht. Wenn die rausfinden, dass du aus dem Park kommst, ne? Und? Ich hab ja meine Nummer blockiert. Nach gestern geht er nicht mehr dran. Hast du schon mit dem geredet? Gestern. Und was hat er gesagt? Der hat gesagt, ja, gute Namennummer, die ich nicht kenne. Wer sind sie denn? Ich bin der Zahnriemen. Ich wollte mal die Nummer von deiner Tochter haben. Ja. Hab da letzten Monat noch reingehalten, aber die hat mich überall blockiert. Kann sie nicht erreichen. Du weißt schon, ist deine Tochter nicht tot? Nee. Ist das nicht von dem Tuben? Ja, und der angefahren wurde? Ich weiß es nicht. Da wurde doch letztes Mal so eine Frau angefahren, die ist gestorben. Und gesagt, sie hat eine schöne Tochter, die soll sie klar machen. Ich hab ein Auto. So, jetzt bin ich gespannt. Der ist alleine, muss das sogar machen. Ja. Das hier ist dein Blattart, mein... Fang, wir müssen dir was ganz krass Gutes zeigen. Ja. Was? Aber du musst mitmachen, okay? Oh Gott. Johnny, klar, du. Frankie. Willst du auf Jan warten? Er ist auch gleich hier. Okay, oder Jan macht das. Aber glaub mir, das willst du nicht verpassen. Okay. Na, wir machen das erst mit dir und dann mit Jan, okay? Ja, okay. Geh mal hinten am Kofferraum. Ja. Nein, am Kofferraum, hinten dran. Ja. Hinten dran. Auf 3 springst du auf den Kofferraum drauf, okay? Schicken. Hä, warum? Weil ich da hinten irgendwo im Wasser liege. Nein. Nein. Wir haben das alle schon gemacht. Ja, okay. 1, 2, 3.
Da fliegt er, der alte Sack. Jetzt ist er weg vom Fenster. Voll lustig, wie der schwimmt mit seinem Rollator. Ich glaub, warte mal, ich glaube, der hat hier seine Dritten liegen lassen. Was habt ihr da für Dämpfer drin, Alter? Ich hab da, kennst du, guck mal. Mach auch einer von euch, ich will's sehen! Ja, Therese, Mila, komm! Mila, komm, Mila, Mila. Ich kann Mila, Mila, nein, Mila, ich kann nicht die furchtlose Mila. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott! Jana kann es auch machen. Wir sollten Geld dafür nehmen. Das ist echt eine Attraktion. Ja. Wir stellen das nächste Mal die Geiseln hin und sagen, wenn die nicht zahlen, dann kannst du dir vorstellen, weg, du willst irgendwo hin, du willst in State Prison, wir packen 6 Autos da. Meinst du, warte mal. Warte mit mal, einem Fallschirm? Besorgen. Na klar. Meinst du, das funktioniert? Ja, mit einem Fallschirm, klar. Das dürfen, können wir nicht machen. Warum das denn nicht? Da ist eine Nordpol hinten drin verbaut. Ja, pass auf. Du kennst doch diese Nordpolen, die schon aufgebraucht sind, aber wo noch ein Fitzel drin ist. Die kannst du dafür benutzen, um jemand loszuwerden. Ich habe die hinten in den Kofferraum rein verbaut. Geheimzutat ist ein bisschen Wasserstoff. Ey, das ist so unglaublich gut, ne? Weil du Fallschirme besorgen kannst? Also ich hab schon gesagt, wenn wir Stress gegen den Lost haben, dann parke ich auf dem Casino-Parkplatz und hol die alle rüber. Alter, das wäre so... Nein, 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 halt mal. Junge. Wo bleibt Jana Khan? Der muss auch machen. Ruf ihn an, nerv ihn. Der wird heulen vor Lachen. Aber er kennt's halt auch. Kennt er das? Ja, du kennst auch Vater. Alter, ja, gehört ja, wo bleibst du? Ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, wie lange brauchst du? Beeil dich. Voll gequatscht, die in der Basketballhalle bauen wollen. Ja, beeil dich. Ja, Chef. Eigentlich müssen wir das auch mit Coco und so machen. Oder Coco das nicht sagen und so. Eigentlich müssten wir dafür gelten. Das Ding ist, Coco weiß das nicht. Jan weiß das. Das heißt, wenn ihr... Dann ruft Coco an. Ja, die ist mit Jan. Ach so. Das könnte lustiger sein. Ja, dann lassen wir die verspringen. Also wenn man Fallschirme hat, kann man das schon machen. So in State Prison rein. Kreiz. Also wenn, dann würde ich es zum Fun hier mal ausprobieren, aber wer weiß, nee. Ja, ist schon lustig, ne? Stell dir vor, da kommt ganze Kiez Junkepark von oben aus der Luft, weißt du? Die Fallschirmjäger angeflogen. Alter. Luft an Grün. Raus, 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 raus. Das wäre lustig irgendwie. Alter. Da kommt die. Ja, Coco ist dabei. Nee, doch. Dann muss Coco das machen. Coco auf jeden. Das ist aber nicht Fischer. Nee, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht um was ganz viel Wichtigeres. Aber die Coco muss was machen. Coco, du musst kurz was machen. Perfekt. Jo, danke. Ciao. Coco. Hi. Coco, du musst was machen. Coco, vertrau mir, ne? Ja. Geh mal bitte jetzt hin an den Kofferraum hier. Komm, ich komm mit dir. Wie? Ja, geh mal hier hinten dran. Wenn ich sage 3, dann springst du auf den Kofferraum drauf, okay? Oh Gott. 1, 2, 3. Mach dich weg. Coco, Mann! Ich glaube, jetzt Flügel bekommen. Was meinst du, was die sie erschreckt hat? Das ist doch wie dieser Slingshot. Du weißt überhaupt nicht, was das ist. Jan, willst du auch machen? Nein. Komm, das ist ein Hammer. Mach zusammen mit Curtis. Ich würde echt gern, wenn Curtis macht. Nein, ich hab schon mal gemacht. Ich mach nein, schon nee, du machst einmal zusammen. Mit nein, ich hab mir eine Schulter verletzt. Ja, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ohne dich mach ich nicht. Ohne dich macht er nicht. Komm, Curtis, mach mal. Nö, nicht nochmal. Mach mit Tyrese nochmal. Nein. Wer ist der Tyrese? Kenn ich nicht. Du, Bierchen. Komm, Curtis, einmal kannst du noch. Warte mal, wo ist Coco? Ah, da hinten. Ach, die ist noch weiter geflogen. Die ist doppelt so weit geflogen wie Mila. Ja. Weil sie dick ist. Okay, komm, Jana Khan. Einmal. Geil.
Eins, zwei, drei. Hau rein. Fucker you. Die haben da irgendwie eine Noss-Hydraulik eingebaut. Die Weite geflogen. Hallo? Hast du dich erschrocken? Guck mal, sei ehrlich. Wie doll hast du dich erschrocken? Du bist einfach doppelt so weit geflogen wie Mila. Das liegt an meinem Gewicht. Sollen wir Fische herrufen und sagen, also, wenn du uns vertraust, steige auf den Kopf. Hey, das war der größte Vertrauensbruch, ich hasse dich. Warum? Du musst mal deinen Mann stehen, mach mal allein. Aber ich kann das auch so einstellen, dass der ein bisschen tiefer fliegt, ne? Wenn ihr wollt, ist auch kein Problem. Nee, nee, ich hab nicht. Da musst du aufpassen, das tut bei wem ein bisschen. Hast du das auch gemacht, Frank? Ja. Okay, dann. Komm, einer macht es tiefer. Aber man muss dazu sagen, ich wusste nicht, was passiert. Ich guck immer den Tiefflug. Mach dich den Tiefflug, komm. Taris, mach Tiefflug. Lass ihn da anriemen. Also, ich zeig dich das jetzt, dass ein Tiefflug auch geht. Eins, zwei, drei. Ui. Da, zack, Tiefflug. Wir sollten eine Kirmes aufmachen. Und warum sollten wir jetzt hier hinkommen? Ja, weil wir euch das zeigen wollten. Wie? Wir gehen so nächstes Mal in State Prison rein. Ben. Wenn jemand im Knast ist, ziehen wir falsche Mann. Ja, ziehen falsche Mann und katapultieren uns rein. Wir haben ja diese Nass-Scheiße reingekommen. Hat das keinen Spaß gemacht, John Kahn? Nein. Doch. Nein. Wie du ganz alleine geflogen bist? Deine Fresse. Ey, hast du es wirklich auch gemacht, Curtis? Ja, habe ich. Ein paar Mal sogar. Ja, ich hab ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht zweimal nach Vegas irgendwie die Tage. Ja, ich glaube auch. Ihr seid so eine Mistgeburt. Urlaub! Einfach mal die Seele baumeln lassen. Wir treffen wieder Laien. Wen rufen wir jetzt hin und schleudern weg? Das ist gar nicht so unlustig. Fischer. Ja, was ist, wir wollten Dings, ne? Ja, du lass unbedingt das Fischer machen. Ja, unbedingt. Dann müssen wir nicht allein nach Vegas. Aber ich verstehe nicht, Bruder, was für Vegas. Nee, wir könnten ihn hier fragen. Der ist auch spielsüchtig. Ruf den mal an und frag, ob der unbedingt was haben möchte. Wir müssen ihm unbedingt was zeigen. Dann schleudern wir den ins Meer. Ich hab das echt von jedem erwartet, aber nicht von dir, Alter. Ich auch nicht. Du bist das Allerletzte. Was denn? Du bist ein schlechter Umgang für mich. Halt dich fern von mir. Nur weil du jetzt Seesterne unterm Helm hast? Ach so, Willi, dein Handy funktioniert noch? Ich muss dir das beichten, Willi. Ja, rein, Willi. Wir sind die dunkle Ecke, vor der euch eure Mutter immer gewarnt hat. Du wolltest doch Fische anrufen jetzt, Curtis. Ich habe nicht mal seine Nummer. Der hat eh eine Geiselnahme, aber wollte nachher vielleicht noch mit uns reden. Wie deine Geiselnahme? Der darf keine Geisel nehmen. Doch, hat er Bock drauf. Das ist illegal. Nee. Schuf die Bullen. Ich auch. Johnny, jetzt musst du aber auch mal fliegen. Johnny. Hallo? Mila? Ja? Johnny? Ich nicht. Warum? Du musst auch mal fliegen. Ich bin der Karussell. Okay, komm. Einfach auf den Knopf drücken. Ja. Eins, zwei, drei. Wo ist der? Boah, fliegt der mal gleich. Alter. Man müsste weit schießen. Ich glaube, du hast ihn kaputt gemacht. Der war ein bisschen hoch, ne? Ich hab den Knopf zu lange gedrückt. Das gibt Vegas, Junge. Warum macht ihr so eine Missgeburtenaktion? Seid mal ehrlich. Ohne Witz, ich finde das, ich kann es. Ich distanziere mich davon. Meint doch nicht. Ich auch. Ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben. Viel Spaß im Urlaub. Das wäre doch witzig. Schickt mir eine Postkarte. Das haben wir alle gemacht. Ja, dass du nicht mitkommst, das ist mir klar. Ja, warum? Ich bin hochgesprungen. Ja, ist ja nichts. Ja, alle sind gesprungen. Jeder, der steht, ist gesprungen. Ein Glück liege ich. Hey, sollen wir zu dem Schiff da hinten? Alter, ehrlich. Hm? Warum sind wir kacke?
Nur so. Hä? Kann mir Vegas nicht leisten. Was quatschst du da? Warum? Hä? Ich verspiele da Millionen. Du hast nicht mal Millionen. Doch, an Schulden. Miese. Ja, das stimmt sogar. Oha. Leidegeier. Warum springt der die ganze Zeit wie ein Behinderter? Weiß nicht, der ist nervös beim Telefonieren. Ja, er möchte, dass seine Klamotten trocknen. Einfach Sky. Nen. Trocknen, nen. Nen, nen. Die denken, dass wir jetzt dafür einen Bann kriegen, Alter. Ja, das war schon. War mega lustig. Wie hauen wir da ab? Ja, danke fürs Kommen. Okay, tschüss. Ja. Schick mir Kronkorken aus Vegas. Ruf mich nie wieder an. Lösch meine Nummer. Wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Was haben die denn? Weiß nicht. Dann sagen sie jetzt morgens wieder eine Geiselnahme. Was wollen die mich mit Vegas da? Keine Ahnung. Da hin. Die wollen Urlaub machen. Ja, sollen sie machen, aber ich nicht. Also ich fahre mal ins Krankenhaus gleich. Der soll mal meinen Schultern gucken. Komm mal auch mit. Ja, komm ich auch mit. Die sind gepellt. Wie ein Ei. Ich hab auch was gepellt. Der hat ein Ei. Mein Ei. Herr Ehm, ist halt hydraulischer Kofferraum. Es gibt doch auch so wirklich so Geräte, die dich da ins Wasser schleudern. Eben mit dieser komischen aufblasbaren Banane und all so eine ganze Kacke. Ich muss aber sagen, hat Spaß gemacht. Ich durfte gestern in die Röhre. Ich hab mich nicht getraut in die Röhre. Echt nicht? Nein, ich will stecken bleiben. Das ist witzig, die haben voll den coolen Beat. Wie willst du uns jetzt eben direkt hier am Krankenhaus einmal rauslassen? Wir können mit dem Cavalcade fahren. Nee. Okay. Das war lustig. Ja. Ah, was war mal am Montag? Shadowlands, ne? Ich weiß nicht. Tobi, danke schön für den Sub und herzlich willkommen. Findet noch seine Tasche da drin. Was? Findet noch seine Tasche da drin. Den soll die rausholen. Ja, der ist nicht da. Ja, aber ich muss zum Krankenhaus vornehmen. Und so ein Jugula oder so. Oder Toros. Die Kappe. Was ist in der Tasche drin? Ey. Weiß er nicht. Da nix. Ja, gut. Also ich hab keine Schmerzen, nur ein bisschen... Dicke Schultern. Und er? Bisschen Wasser geschluckt. Rückenaua. Du hast unten Aua? Rücken. Achso. Rücken. Aua. Ich hab Salzwasser in die Nase bekommen. Toll, haben wir den Kampf verpasst. Wollen wir selber kämpfen? Nee, ich bin nicht gut. Wir entführen Leute und lassen die kämpfen. Aussteigen. Das ist ein roter Steifen, ne? Hä? Was ist steif? Bei roten Steifen darf man nicht. Da ist kein roter Streifen. Hä? Mhm. Achso. Ach, der hört da auf. Komisch. Du bist komisch. Oh. Da ist ein Rocker mit der Kutte und Therese hat die auch an. Und der wird den jetzt bestimmt auch ansprechen. Zieh die Kutte aus! Weil man die Kutte ja im Kleiderdings kaufen kann. Hallo, Herr Fischfisch! Hi! Du bist so ein braves Kerlchen. Was?
Geil. So. Geil, zieh an meinen Finger. Okay. Nein, da steht ja Scheiß. Bei deine Hose flattert voll. Sieht aus wie Ballon. Ich glaube, wir müssen nach vorne. Ja. Oh, sind Sie im Telefonieren? Ja. Wollen Sie mit uns telefonieren? Wir machen Konferenz. Gut, dann schön. Skype. Ein wunderschön. Tschüss. So. Wir haben Aua. So, jetzt kannst du Leitsch übernehmen. Jo. Okay. Okay. So, die Herren und die Dame. Wo? Ja. Doch, der Herr. Wie geht es Ihnen? Wer redet denn? Hallo? Oh, hallo. Ja, ich werde mal ganz kurz eine Getränkedose ziehen. Ja, mach das. Hi. Hallo, Wuff, Wuff. Hey, du bist ein ganz Feine, bist du. Oh. Ich wollte dich nicht beleidigen. Hallo, Mr. Medizinmann. Ein wunderschön. Wir waren gerade alle drei in der Nähe vom Strand und da war so ein großer Turm und von da sind wir runtergesprungen ins Meer. Ja. Ins Wasser. Ja. Und dann? Und ich habe einen ganz dummen Touch-up. Und das hat ein bisschen wehgetan an meinen Schultern. Und Tyree ist der hier. Ich hab Wasser in die Nase bekommen. Da ist Wasser. In die Nase bekommen. Richtig. Deswegen klinge ich so komisch. Uff. Also okay. Ist nichts Gravierendes, aber wir wollten dann das prüfen lassen. Dann brauchen wir mal eben ein Leichen. Was? Was? Weißt du wo? Was? Leichenwagen? Ich werde euch sofort aufnehmen. Ich lebe noch, ne? Wir haben einen Leichenwagen. Ja, habt ihr? Ja. Ja. Das ist nur mal ein Schild, das wasted. Oha. Das gehört dem Präsidenten, Jeff K. Oha. Hören Sie meinen Aua als erstes verarzten, ich war erst hier. Das stimmt nicht. Oh. Ich habe viel größere Brüste. Ja, aber das zählt nicht. Ich habe die größten Brüste. Wer hält dir denn die Augen zu? Ja, hab Frank. Ja. Geil, Curtis. Ja. Morgen Abend machen wir das Gespräch mit Fischer so um 9 Uhr. Okay. Casey, hi. Dass du Bescheid weißt, ja? Okay, danke. Sag dir dann an Bescheid. Hau rein. Ja, tschüss. Ciao. Okay, warte, wir machen das ganz einfach. Das. Helmut? Ja, was? Nimmst du die Dame mal eben mit? Ja. Dunkelmut? Ja, ich kann auch beide mitnehmen, oder? Pass mal. Willkommen. Kannst auch alle mitnehmen. Also, kommen alle mit. Kommen alle mit. Alle mit Selmut, mit Selmut. Selmut, Helmut. Dunkelmut, Hundel der Garantie. Oh, da hat jemand geknurrt. Ich hab Hunger. Ich auch. Da will einer beißen oder so. Wir waren schwimmen. Wir hatten Spaß extrem gehabt, ein bisschen zu. Und dann sind wir von Turm gesprungen und haben alle doof aufgekommen. Außer der Terra. Harry. Ich kann nämlich springen, aber ich kann meine Nase nicht so halten. Okay. Ich hab eine Nasenspülung erlebt des Todes. Ich konnte noch nie so frei atmen. Das hört sich nicht gesund an. Ich sitze mich hier hin. Oh, wo haben Sie denn Schmerzen? Bleib nur stehen. Also mein Bauch und mein Rückenbein, es tut ein bisschen weh, ne? Okay, sind Sie da mit dem voll aufs Wasser aufgeklatscht, oder was? Ja. Okay. Kannst du gucken? Ich gucke mal, ja. Wie tut es weh, wenn ich da drauf drücke am Rücken? Katzenhost? Nein, ne? Au, ja, hallo an die Leute vom Kiez. Wie stark? Guten Abend. Etwa? Wie geht's euch, ihr kleinen Schatzis? Von 1 bis 10, also 10 ist ganz arg stark. Geht Jana kann schon aufleinen, oder was? Macht der schon schlapp um 11 Uhr? Ich glaube, das ist ungefähr eine 3,4. Eine 3,4? Ja. Okay. Ich hab auf jeden Fall Hunger. Kurz mal auf die Rücke legen, welchen Bauch. Aber ich weiß noch nicht, was ich essen möchte. Ja. Richtig gut. Was ist deine Torte an? Okay. Ja, aber der darf das, der ist ein Doktor. Außer Dr. Edgar. Da geht. Da geht's. Okay, also ja. Ist jetzt schon mal zu schwer der Rücken. Ja. Nicht am Bauchnabel drücken, dann pupst du. Oh Gott. Dann danke, danke für die Warnung. Oh mein Gott. Das sollte okay, denn nicht. Ja, ich glaube, dass sie sich die Rücken ein bisschen geprellt haben. Ich würde ein bisschen Voltaren drauf machen. Ja, muss den Urlaub buchen gehen. Zwei Tage oder besser. Ja? Ja. Ein Sack Zwiebeln! So. Mich gerade kurz ein bisschen Voltaren drauf. Danke. Bitte. Und mach den Verband rum, dass es nicht auf die Klamotten vergeht. So, da kriegst du eine kleine Rechnung. Ja, mein Verlobter zahlt. Ach, ihr Verlobter zahlt alles, klar. Ja. Dann kriegst du keine Rechnung. Ja. Hast du gehört, Tavis, ne? So. Der Nächste, bitte. Bin ich der Nächste. Ich setze mich mal. Ja, alles klar. Was hat sie mit der Nase Probleme, oder was? Also ich bin gerade ein bisschen Kontrakt hier.
Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, jetzt geht, jetzt geht. So, jetzt. Also, wo haben Sie Probleme? Mit der Nase haben Sie gemeint, oder was? Ja, nur, warte. Ein bisschen weit hoch. Okay. Willst du mal die Brille absetzen? Miller, da darfst du nicht sitzen, da sitzt ja, nur Shepard. Ich bin Shepard. Ach so, ja, okay. Okay. Tut das arg weh? Bisschen. Geht es? Das heißt, ein bisschen. Sie steht ein bisschen schräg da, ne? Hey, lass uns ein Nasenkissen machen. Und sagt dann, oh nee, das geht nicht. Und dann sagt Voldemort, ja, dafür bräuchte man Eltern. Soll ich sie gerade richten? Und der Bauch ein Erlaubnis. Okay, mach mal. Ja? Ich glaube schon. Hast du irgendwie so einen Kauknochen für mich oder so? Ein Turnfahrer. Frag einfach mal, wie ist so die Tag war. Turnfahrer? Hätte ich gesagt. Okay. Ja, dann fragen Sie mal. Ja, wie war Ihr Tag? Was haben Sie heute gemacht? Alles? Oh, ich habe morgen nicht Bierschiss gehabt. Hab gestern ein bisschen zu viel gesoffen wieder. Was haben Sie? Zu viel gesoffen? Ja, ein bisschen Bierschiss, ne? Okay. Der After tut immer noch weh. Okay. Ich weiß nicht, warum das immer so brennt, aber du bist ja Mediziner und kannst mir bestimmt verraten. Ah! So, jetzt ist er wieder gerade. Oh, das war seine Nase. Ja. Mach Ihnen eine kleine Nasenschiene, dass sie auch gerade bleibt und dann soll sie. Ja. Das war nur kurz. Das war nichts Schlimmes. Das war so ein kleiner Knobel, ne? Okay. Tamis, geht's dir gut? Ja, ich bin voll hart. So, ich mache Ihnen eine kleine Nasenschiene hin. Okay. Und drücke in den Kühlpack drauf. Das kann ein bisschen wehtun, jetzt ja. Nächste halbe Stunde, ne? Ja. Okay. Zahle sie auch die Rechnung oder der Verlobte? Oder dann mach mal einen Verlobter. Dann auch einen Verlobter. Alles ja. Klar. Wenn du mal, sie kriegen noch... Achso, ja, mit Schmerztabletten machen wir dann gleich. Okay. So. Bitte, das unter uns bleiben. Alles gut. Wir haben Zeit. Na, wir machen. Ich habe einen Schultern und einen Rücken. Am Schultern und Rücken? Okay. Ja, beide Schultern. Beide. Oh. Könntest du dich ein bisschen. Entschuldigung, könntest du dich ein bisschen zu mir drehen? Zu Ihnen so? Ja, genau. So? Sehe ich gut. Ja, genau. So, wenn ich hier drauf drücke. Nee, also Schmerzen habe ich keinen, aber fühlt sich halt so an, als wäre das geprellt so. Okay. Und am Rücken unten? Ah, da bist du. Da drückt es ein bisschen? Ja. Okay. Und oben haben Sie vielleicht ein bisschen schräg gelegen oder sowas? Können Sie beide Arme heben? Ja, die kann ich heben, aber fühlt sich unangenehm an. Fühlt sich unangenehm an, ja. Ich denke mal, dass Sie dann ein bisschen vielleicht schräg liegen sind noch oder was über Nacht und unten halt bloß ein bisschen geprellt ist. Sagen Sie, dass meine Verlobte mich massieren muss? Ja, das sowieso. Schön mit Tigerbalsam. Okay, ja, auf jeden Fall. Ich sage, das hilft sehr gut. Ich mache Ihnen jetzt erstmal aber Wärmeflasche oben drauf und unten Voltaren. Okay. Drauf. Und dann sind wir fertig, ja? Mhm. Ein Pfnurch. Tauis, geht's dir gut? Ja. Hat gut getan, oder? Jetzt geht's besser mit dem Atmen. Ja. So, ich mache jetzt erstmal hier die Salbe drauf. Okay. Ein Verband rum. Nachuntersuchung brauchen wir dabei alle drei Sachen nicht. Aber ich würde schon nochmal, oder soll ich meine Apotheke-Tabletten holen? Die kriegen sie gleich. Ja. So, mal das Wärmeflasch noch oben drauf. Ihre Tabletten kriegen sie gleich. Oh, sie haben voll die schönen Hände. Ach, danke. Die sind richtig weich, nicht so wie bei Mila. Ja, ich mache oft noch Maniküre und so, ne? Ja, genau, küss den. So, also, dann kriege ich sie. Sie wollen die Rechnung übernehmen. Ich zahle alle Rechnungen. Sie zahlen alle Rechnungen, alles klar. Dann machen wir eine runde Rechnung gleich. Ich gebe Ihnen erstmal zwei Ebus mit. Zwei Ebus 600er. Das sollte eigentlich dann reichen. Für die Behandlung. Danke. Ich gebe aber sicher jetzt mal ein Rezept für zwei weitere mit. Und dann kriege ich sie noch kurz die Rechnung. Mach kurz alles zusammen, ja? Ja. Okay, dann machen wir eine runde Summe. So, einmal wieder die Karte drauf. Alles klar. Dankeschön. T-Shirt kann ich wieder anziehen? Ja, kannst du wieder anziehen, ja. So, dann kriegst du ja auch zwei Tabletten noch. Oh. Ja, bitte. So. Da oben. Reingeguckt. Du hast ja, ich hab hier einen Sehtest gemacht. Oh mein Gott, 105 Kilo. Die Waage will mich beleidigen. Das ist doch ein Appellscherz.
Boah, warum wiegst, seit wann wiegst du so viel? Ich kriege auch noch zwei Ibu. Ich auch. Mila, geh nur auf die Waage. Okay. So, und auf sie ein Rezept für zwei weitere. Oh mein Gott. Wir müssen unbedingt wieder zum Dingssport. Du musst auf jeden Fall ein paar Runden. Echt? Wie willst du denn, wie wollen wir heiraten? Na gut. Haben die Fatburner-Tabletten? Nee, leider nicht. Oder Kohlenhydratblocker? Ich weiß gar nicht, so leider nicht. Das haben wir leider nicht. Okay, dankeschön. Bitteschön, kein Problem. Pussy, die heute. Und ich hab die auch nicht. Das ist toll. Und er hat einfach Vergiss nicht zu schlucken. Weißt du? Du hast recht. Boah, ihr seid solche Heulsusen, ne? Und du läufst schon wieder gegen die abgeschlossene Tür. Gar nicht wahr. Da stand doch gar nicht 105 Kilo. Stand zahlte 60. Echt? Ja. Okay. Ich hab mich nur veräppelt. Ach so. Und Tyrese sieht aus wie der junge Michael Jackson mit seiner neuen Nase. Ehrlich? Ja, sieht voll gut aus. Dana. Also, ich wünsche gute Besserung. Also, nachher mit der Nase, Dings, in zwei Tagen könnte sie einfach runternehmen, die Nasenschiene. Okay. Ja, dann soll sie bereit sein. Jo. Ja, das hau ich ihm mal auf den Popo, damit er ein gutes Gefühl hat. Okay. Ciao, so. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss, Busy. Netter Junge. Ja. Einen schönen Tag euch noch. Ciao, also. Schönen Abend noch. Also. Knast. Hast du eine Verwarnung von mir? Weg hier! Du Heulsuse! Sieh die Kutte aus! Tyrese, du bist eine richtige Mama. Ja, Mama. Ich war voll hart. Mhm. Du bist weich. Du Heulsuse, ich erzähl das jedem. Würde mir einen Gefallen tun. Was denn? Das für uns behalten. Aber du hast geweint. Hab ich gar nicht. Hast du wohl? Nein, hab ich als nicht. Als er deine Nase gebrochen hat. Tyrese, dein Make-up ist ein bisschen verschwommen. Ja. Du siehst aus wie ein Emo-Bitch. Du weißt nicht, was deine Haare. Ja, jetzt weint er wieder. Das kann nicht wahr. Am Ende der Zeit sind uns 100 Dollar, wir verpetzen nicht, dass du weint hast. Dann müssen wir zum Automaten. Kannst du morgen zahlen? Okay. Oh. Okay. Du Lutscher. Lutscher. Hast du gehört, Mila? Du musst mich Massage, ne? Mustache machen. Ey, das habe ich nicht gehört. Wann hat dir das gesagt? Doch, das hat er gesagt. Mich auch. Aber du hast nichts im Rücken. Hä, ja, wo? Ich hab gepellt. Fuck. Ja, die Zeche hast du gepellt. Wo sind all unsere Freunde? Oh, der Boden hat die aufgegessen. Wo sind all unsere Freunde? Vielleicht bei Cody's? Aber der ist doch schon zu, oder? Echt? Oh, stimmt. Kann, vielleicht du, macht der kann heute jemand Juni rufen? Länger. Ich ruf mal an. Wo sind all unsere Freunde? Weiß nicht. Warum fährst du allein rum? Ich weiß nicht, waren alle weg. Ja, hallo, wo seid ihr? Nachtschicht? Hä? Achso, okay. Hä? Oscar. Super Nintendo Time. Echt? Oder? Ja! EMF5. Also, ich wäre dabei. Du hast doch bestimmt Angst. Nee. Lug nicht. Ich hab das studiert. Chat Geister? Ich hab Chat Geister freigeschalten. Hallo? Mit Salz. Nix hast du. Doch. Nix hast du, Schmutz. Alter, ein Schmutzmann. Tavi ist auch so bei Nintendo? Okay. Okay, komm, wir gehen zu bei Nintendo. Ja. Eine von
Ich spiele aber nur mit euch, wenn ich nicht zahlen muss. Okay. Sagen wir, du musst helfen. Oh! Wir sagen einfach niemandem was. Das, das ist niemals passiert, wenn du Schiffgeld hast. Nein, ich sag jetzt einfach mal so, ihr müsst mich bezahlen. Sonst sag ich das. Nein, da. Jetzt noch. Wir sagen einfach, das war der Max. Das war der Jax. Das war der Max. Das war der Jax. Das war der Jax. Ja. Ich glaube, deine Freundin ist da halt, ne? Mila? Wollt die nicht bei uns Zahl machen? Weiß nicht. Ich geh schon mal rein, ich will meine Nase da mal. Ja, ich geh auch rein. Geil. Ich geh auch rein. Wer hat mir da den ganzen Müll hingeworfen? Warum willst du zu uns rein? Ja, wir spielen Super Nintendo. Wir spielen Super Nintendo. Ach, ja, stimmt, okay. Ja. Jemand hat wieder Müll hingeworfen. Ja. Weh, du ziehst meinen Schafanzug an. Mach doch jetzt mal die Tür auf, meine ja, Nase. Ja, ich mach schon. Okay.